Achtung, Vnimanje, Vnimanje, nichts weniger als das Spiel des Jahres ist angekündigt und wir hören im Hintergrund und deswegen ein bisschen verhalten die deutsche Hymne für die deutsche Mannschaft, die hier nur wenige Fans unter die 75.000 im ausverkauften Luzhniki-Stadion hier im Westen der russischen Hauptstadt mitgebracht hat. Gleich wird es deutlich lauter werden, da die Deutschen in das große Rund unter der gerade beginnenden Nacht, wir sind ja hier 2 Stunden voraus, in Moskau hinein applaudieren. Denn jetzt, Edgar Endres, kommt die russische Mannschaft und die hat anders als die deutsche keine große Überraschung parat, so wie wir das haben. Ja, ein Spieler ist nicht mehr dabei, das ist Semak, der normalerweise ja der Kapitän ist und der auf der Bank Platz nehmen muss. Sie hören im Hintergrund die russische Hymne, ein Riesenbild. Links von uns die ganze Kurve, rot, golden, weiß. Vor uns ein Riesentransparent mit der Bewerbung für die WM 2018-22. Get ready, Russia. Macht euch bereit für dieses große Ereignis. Aber davor muss die russische Mannschaft vielleicht sich erstmal beweisen bei der WM im nächsten Sommer. Die deutsche Mannschaft heute überraschenderweise in der Abwehr mit Jerome Boateng. Er bekommt tatsächlich das Vertrauen von Bundestrainer Joachim Löw. Und auch im Mittelfeld Özil, der junge Bremer, auf der 10 als hängende Spitze hinter Klose, Podolski auf der linken Seite, Schweinsteiger rechts. Im Mittelfeld Michael Ballack, das ist klar, der Kapitän. Und neben ihm heute Simon Rolfes, der Leverkusener, als Abwehrmitarbeiter. Sie müssen ja Arshavin rausnehmen aus dem Spiel, den gefürchteten russischen Ballzauberer. Und dazu noch in der Abwehr Mertesacker, Westermann zentral, Lahm links im Tor René Adler. Und Jens, eine Statistik, die gilt es heute zu verteidigen. Diese Superstatistik der Deutschen bei Auswärtsspielen der WM-Quali. Erst einmal nochmal durchatmen. Was für eine Kulisse und was für eine schöne, laute, mitgesungene Hymne, die die Russen hier zelebrieren. Natürlich Deutschland in den Auswärtsspielen der WM-Qualifikation noch ungeschlagen. Auch der Bundestrainer hat ja als Zusatz, Joachim Löw, noch den Nimbus, noch nie ein Auswärtsspiel verloren zu haben. Uns wurde sogar schon, da sind wir ganz ehrlich, hier auf diesem ungewohnten Untergrund, über den so viel geredet wurde, ein Unentschieden reichen. Dann am Mittwoch soll ja alles klar gemacht werden für die Tickets bis hin zur Auslosung dann am 4. Dezember in Kapstadt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Russen entledigen sich ihrer Trainingsanzüge, genau wie die deutsche Mannschaft, die sich jetzt abklatscht dort unten auf dem Rasen. Boateng gibt gerade, der junge Hamburger, 21 Jahre erst alt, sein Leibchen ab und stellt sich jetzt auf zum Mannschaftsfoto. Zum ersten Mal ist also er mit dabei, sein hochgewetteter Bruder, der vorher schon Ehren sozusagen errungen hat, ist im Moment gar nicht in den Gesprächen und er hat sich mit starken Leistungen beim Hamburger Sportverein in der Tat diesen Platz verdient. Vielleicht war es wirklich dieses eine Spiel gewesen, als Joachim Löw mit dabei war, als die Bayern gegen den HSV spielten und er die großen Stars nach und nach dort auseinandernahm auf beiden Positionen. Er ist flexibel, er ist variabel, springt jetzt noch einmal, klatscht mit dem Organisator der deutschen Abwehr, klatscht sich mit Mertesacker ab und in der Mitte sind die Schiedsrichter, die sich auch noch einmal gegenseitig Glück wünschen. Das Team kommt ja aus der Schweiz. Massimo Bosacca, 40 Jahre alt, aus Monte Carasso bei Bellinzona. Er pfiff übrigens auch das EM-Halbfinale Deutschland-Türkei und zuletzt das Champions-League-Finale in Rom zwischen Barcelona und Manchester. Ein ganz erfahrener. Und jetzt hören Sie im Hintergrund die Kulisse. Die Spornaja, die russische Auswahl, wird kräftig angefeuert. In roten Trikots spielen sie, roten Hosen und goldenen Stutzen die deutsche Mannschaft im klassischen schwarze Hosen, weiße Shirts und weißen Stutzen. Und Anstoß hat die russische Mannschaft. Noch geht René Adler ganz entspannt in seinen Kasten. Er hatte ja Probleme auf diesem Kunstrasen beim Training in Mainz und dann auch hier im Luzhniki-Park. Aber allmählich hat er sich daran gewöhnt und hoffen wir, dass die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw heute in diesem so wichtigen Spiel die Nerven behält und auch die taktischen Fähigkeiten abrufen kann. In wenigen Sekunden geht's los. Russland gegen Deutschland. Endspiel vielleicht schon um den Gruppensieg im Krieg. Rassia, Rassia, die ersten unterstützenden Rufe, aber Philipp Lahm hat den Ball, trägt ihn hinein in die russische Hälfte. Weiter geht's mit Ballack und Podolski, der sich hat fallen lassen. Und dann dieser Versuch, nach vorn zu spielen von Rolfes, den wir sehr, sehr stark gesehen haben bei den Leverkusenern. Glänzende Spiele gemacht hat, zuletzt sich auch als Torschütze ausgezeichnet hat. Aber ganz ehrlich, in der Nationalmannschaft fehlt ihm noch das Riesenspiel, wo man gesagt hat, diese
Berufung hier unter die besten deutschen Elf ist gerechtfertigt. Vielleicht schafft er das heute nach so glänzenden Leistungen für die Werkself. Die Russen mehr oder weniger mit einem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte von Anjukov heraus, der weggerutscht war auf dem noch einmal gewässerten Geläuf. Das muss man ja dazu sagen. Das Thema ist strapaziert worden. Polyethylen und Gummigranulat und das Ganze viel weicher, als es in Mainz bei den Tests der deutschen Mannschaft sich dann präsentiert hat. Insofern waren sie gestern schon ein bisschen überrascht gewesen. Die Russen haben natürlich die Chance genutzt und haben hier vor dem Spiel noch einmal die Sprenger angeworfen. Der Ball ist in der deutschen Hintermannschaft, ist bei Westermann, der auf einer seiner Lieblingspositionen endlich spielen kann. Lahm mit dem Wechsel zurück zu Mertesacker und dann kann es vorgehen über die rechte Seite. Erster Ballkontakt mit den roten Schuhen für Boateng. Der schnippt ihn nach vorn, aber ein bisschen zu weit hinein in die russischen Reihen. Sofort per Kopf wieder nach vorn gebracht in die Spitze. Die deutsche Mannschaft mit Boateng dazwischen. Einwurf für Russland. Für die Russen 10 Meter bereits in der Hälfte der deutschen Mannschaft drin. Auf der linken Seite, die Abwehr hat sich formiert mit Boateng, mit dem großgewachsenen Mertesacker, Westermann und Lahm. Und die Russen spielen auch erstmal nicht das ganz, ganz hohe Tempo in diesen ersten 2 Minuten, haben den Ball in der eigenen Hälfte mit Ignacevic, spielt auf Schirkov, der mittlerweile beim FC Chelsea sein Geld verdient. Zuletzt war er angeschlagen, hat nur ein Spiel bestreiten können. Rassia wieder aus dem Hintergrund und die Russen mit langsamem, bedächtigen Kurzpassspiel. Aber es kann dann ganz blitzschnell nach vorne gehen. Noch der Ball tief in der eigenen Hälfte, wieder mit Ignacevic und Fehlpass, und die deutsche Mannschaft hatte zunächst den Ball sich erobern können, durch Michael Ballack aber zu ungenau das Spiel nach vorne. Erneut das Aufbauspiel. Anjukov, dieser bärenstarke rechte Außenverteidiger, er kann marschieren, er kann klasse flanken, ist sehr offensiv, hat allerdings auch Probleme gegen kleingewachsene Dribbler, das konnte man sehen. Zuletzt auch in der russischen Auswahl. Noch einmal, die Russen ganz langsam, ohne Tempo, bedächtig, als ob ihnen das 0:0 reichen würde. Jetzt kommt der lange Schlag nach vorne von Beresutski, aber der Ball rutscht dann ins Tor aus. Durchatmen, die ersten 2,5 Minuten sind vorüber. Tore haben wir noch keine, Spielszenen sind auch noch Mangelware. Also die Aufreger, die könnten noch kommen. 3 Minuten vorbei, der Ball ist beim Schlussmann bei René Adler, der genau gegen die Russen seinerzeit sein Debüt gegeben hat. Auch damals das große Pech für Enke, dass er wegen einer Verletzung nicht spielen konnte. Noch einmal der Hinweis an seine Vorderleute, sich ein bisschen weiter nach vorn zu bewegen. Dann der Schlag hinein in die Hälfte der Russen. Kopfballduell gewonnen von Podolski, sollte herübergehen in Richtung Klose. Podolski lässt den Ball jetzt ein bisschen leichtfertig verspringen. Der erobert wird von den Russen durch Beresutski. Einwurf auf der Seite, ungefähr 30 Meter vom Tor entfernt. Anjukov wird das besorgen, weist seine Mannschaft hin, dass sie ein bisschen nachrücken sollen, sich anbieten sollen. Ein bisschen behäbig gemacht, sehr schön gestört von Podolski. Ball erobert, über Lahm geht's weiter und Ballack den Kapitän im 96. Länderspiel. Klose hat den Ball, treibt ihn voran. Drüben auf der rechten Seite bietet sich Schweinsteiger an. Er kriegt ihn aber nicht. Noch immer Klose, weit herausgetrieben, langsam in Richtung Eckfahne kommt. Boateng mittlerweile mit Ballbesitz. Und dann der Schuss, der erste Schuss aufs Tor. Der streicht allerdings doch um 5, 6 Meter vorbei. Nachdem, und das war auch hier wieder deutlich, auf dem Rasenrechteck der Ball schnell wird, wenn er aufsetzt. Und natürlich dann wegzwitschert, aber am Tor von Anjukov vorbei, dem viele prophezeien, dass er vielleicht bald der beste Torwart der Welt ist. Jung genug ist er, hat eine große Karriere schon gemacht in seinem Verein und ist, wie gesagt, auch auf der Linie bärenstark. Ja, aber russische Torhüter, die hatten meist Schwächen bei hohen Bällen und da bin ich gespannt, wie heute der junge Mann, der Igor Akinfeev, wenn mal eine hohe Flanke reinkommt und ein Eckball reagieren wird. Einwurf für die russische Mannschaft mit Sirjanov und Schirkov auf der linken Seite. Die deutsche Mannschaft geht da resolut dazwischen und jetzt gibt es einen Freistoß nach dem Foulspiel im halblinken Mittelfeld für die russische Mannschaft. Die Torentfernung noch 45 Meter, also keine Gefahr für René Adler. Ganz in Schwarz gewandet mit weißen Fußballschuhen wartet er jetzt auf diesen Freistoß aus dem Mittelfeld heraus. Sie spielen zurück in die eigene Hälfte. Erneut mit Ignacevic, der quergelegt auf dem großgewachsenen Blondschopf auf Wassily Beresutski. Der hat noch einen Zwillingsbruder auf der Bank sitzen, Alexei. Und der hatte zuletzt ja auch ab und an mal gerochen, bei Hüss-Hitting in die Mannschaft reinzustoßen, aber zuletzt auch mit Problemen. Hüss-Hitting, 62 Jahre alt, ein alter Bekannter für deutsche Mannschaften im Mittelfeld. Arshavin wird sofort attackiert von Ballack, kann sich dann zwar durchsetzen, spielt den Ball wieder zurück auf Ignacevic. Man merkt, auch die Russen müssen erst einmal hier ins Spiel hereinfinden mit dem Kurzpass. Wieder auf links, diesmal Semschow, flankt in den Strafraum auf Kerschakow. Kerschakow dreht sich, schießt und Adler hat den Ball und hat blitzschnelle Aktion. Alexander Kerschakow, er hat den Vorzug bekommen vor Pavlyuchenko und Prokopniak.
Torschützenkönig in der russischen Liga war er. Klasse Aktion von ihm, schnell gemacht, blitzschnell, aber auch sehr schön gelöst von Adler, der die Situation bereinigt hat. Ballbesitz mittlerweile wieder für die Russen, nachdem die Kugel über das ganze Spielfeld die 105 Meter zum anderen Ende, zum anderen Tor herüber gewandert war. Jetzt aber Deutschland, kommt mit Klose, treibt den Ball voran, drüben bietet sich Podolski an die 2 in guter Position, aber jetzt auf dem Kunstrasen und es wird Freistoß geben für die deutsche Mannschaft. Das ist auch keine Jubelstatistik für die Deutschen. Ich glaube, seit November 2008 haben sie aus ruhenden Bällen nur einmal was gemacht. Das war dann am Ende ein Elfmeter gewesen, den Ballack verwandelt hat. Aber trotzdem schauen wir, was daraus wird und was sie sich vor allen Dingen haben einfallen lassen. Auch denn auch diese Standards, genau wie die Ecken, wurden zuletzt ja verstärkt trainiert, weil einfach die Ausbeute insgesamt in der deutschen Mannschaft zu wenig war, zu gering war. Ballack steht dort am Ball und natürlich auch Podolski, wenn ich das richtig sehe. Zwei mit nachgewiesenen Fähigkeiten, straffe Freistöße zu schießen, die dann womöglich auch noch aufsetzen können hier auf dem nassen, kalten Rasen, denn die Temperaturen liegen so knapp bei 5 Grad. Ballack schießt in die Mauer hinein, schnell abgefangen. Boateng mit der Chance, jetzt gleich wieder zu flanken. Das tut er auch, hoch und weit herüber in Richtung Klose abgelegt. Mit dem linken Fuß, Schussversuch, zweite Chance wäre da im 16er. Vorbei, ein bisschen leichtfertig, fast vertan, diese Gelegenheit für das deutsche Team. Und es sind gerade erst 7 Minuten vorüber. Bastian Schweinsteiger war es, der Mann vom FC Bayern München auf der linken Seite. Zwei Schussversuche, ein bisschen zaghaft und deshalb kein Problem für die Russen mit ihrem Torhüter, mit Igor Akinfeev. Die treiben den Ball mit Juri Schurkin in der eigenen Hälfte ins Mittelfeld gelegt, auf Denisov. Denisov quer raus auf Ankunev, der ins Mittelfeld wieder hinein. Dann werden sie sofort attackiert von den Deutschen. Und es gibt ein Foulspiel, weil Simon Rolfes da sich gegen Konstantin Sirjanov ein bisschen unfair eingesetzt hat und deshalb auch von Busaka sofort gepfiffen. Sie merken es an der Kulisse, so ganz, ganz tolle, explosive Stimmung, die herrscht nicht vor heute in Moskau. Vielleicht liegt es auch an den Temperaturen um die 5, 6 Grad. Es ist merklich kälter geworden. Vor 2 Tagen hatten wir hier in Moskau noch 15 Grad, dann kam dieser Kälteeinbruch. Und vielleicht auch deswegen ein bisschen diese verhaltene Stimme. Noch einmal die Russen über die linke Seite, wieder in den Strafraum, versucht zu spielen. Aber dann die deutsche Mannschaft mit Mertesacker elegant gelöst gegen Semtschow. Und dann riskant gespielt vor dem eigenen Strafraum auf Simon Rolfes. Das sollten sie unterlassen nach jetzt knapp 8 Minuten. Die Russen pressen und dann steht einer im Abseits. Dachte ich, Spielvorteil und Schussversuch von Alexander Kerschakow. Wieder der kleine, drahtige, bullige Stürmer von Dynamo Moskau, aber zu ungenau im Abschluss mit den weißen Fußballschuhen. Und Gott sei Dank momentan noch verkehrt eingehängten Beinen, Gigi. Ja, Alexander der Große wird auch genannt in Russland. So ganz so groß war seine Zeit in Sevilla, wo er auch gespielt hat, nicht gewesen. Aber die zweite Chance für ihn in jedem Fall in dieser sehr verhaltenen Anfangsphase im großen Showdown. Die zwei besseren Gelegenheiten für die russische Mannschaft. Jetzt vielleicht für das deutsche Team, das sich nach vorn bewegt, aber gar nicht recht an den Ball herankommt. Doch, zweite Gelegenheit wäre da nach Schweinsteigers Ball, der allerdings abgefälscht ist und für Anjukov überhaupt kein Problem darstellt. Der pflückt ihn sich herunter hier aus der kalten russischen Luft und legt ihn jetzt runter auf den Kunstrasen und wird ihn wieder ins Spiel hineinbringen, wahrscheinlich über Anjukov. Genauso ist es. Da soll es weitergehen. Viele der Akteure, vor allen Dingen die der Heimmannschaften hier von ZSKA und Spartak, spielen ja ständig auf diesem Geläuf im Luzhniki-Stadion, wenn auch nicht vor solch beeindruckender Kulisse von 75.000. Mittlerweile das letzte Blau aus dem russischen Himmel hier verschwunden. Schwarze Nacht über Moskau und natürlich das große Rund jener Anlage, die auch bei Olympia 1980 Austragungsort der wichtigen Leichtathletikentscheidung und der Eröffnung war, beleuchtet. Und sie leuchtet im Moment auf einen russischen Angriff, der über die rechte Seite vorgetragen wird. Westermann hat sich dazwischen gestellt und bringt den Ball sicher und souverän heraus bei diesem Versuch von Konstantin Sirjanov. Ball bereits wieder im Spiel, mit der Hacke weitergelegt auf Sirjanov. Flankenchance wäre da, aber die Kugel rollt ins Aus, sodass es Eckball gibt für die russische Mannschaft. Und Sie hören es, die Hoffnung der Russen, diesem 114-Millionen-Volk mit den wenigen Fans, die hier in einer Lotterie am Ende die Karten bekommen haben. Sie steigen innerhalb von wenigen Stunden, war das Ganze restlos ausverkauft. Eckball für die russische Mannschaft. Arshavin, der kleine Zauberer, hat sich die Kugel geholt, legt sie jetzt da drüben auf den Punkt, um ihn dann hineinzuschlagen, den Ball zu dieser Ecke in der 10. Minute. Kommt herein, hoch herein, noch ist keiner da. Die deutsche Mannschaft kann klären und bringt den Ball heraus, nicht weit genau heraus, sodass Schirjakow jetzt die Chance hat, den Ball wieder zurückzuspielen in die eigene Defensivreihe. Neuer Angriffsaufbau der Russen, natürlich unterstützt von den Fans. Wieder direkt
in die Spitze gespielt. Auf Kaschakow, der mit der Ballannahme im 16er, Westermann dazwischen, wieder herausgebracht. Der Ball, erneute Einwurfchance. Der Druck der russischen Mannschaft nimmt ein bisschen zu und wir mussten im Moment ein bisschen schmunzeln, weil Aschavin auf dem doch für ihn eigentlich eher gewohnten Untergrund, auch wenn er seine Zeit im Moment ja in England verbringt, hier ausgerutscht ist. Ja, ausgerutscht, und er hat ja auch in St. Petersburg nur den normalen grünen Rasen unter seinen Füßen. Also der ist es gar nicht so gewohnt, diesen Kunstrasen. Egal, Spielstand 0-0, gut für die deutsche Mannschaft nach knapp 11 Minuten. Es gab eigentlich noch keine Großchancen, abgesehen von der 6 Minute, als Kaschakow halblinks abzog, aber René Adler ganz sicher parieren konnte. Wieder Schirkow, der linke Außenverteidiger, da im Boden-Tackling. Der Ball spritzt an den Seiten aus, 10 Meter hinter der Linie in der russischen Hälfte. Und es gibt jetzt einen Einwurf für die deutsche Mannschaft. Eine ganz verhaltene Anfangsphase, ohne großes Tempo, ohne aggressives Spiel, eher abtasten pur. Und die deutsche Mannschaft versucht jetzt über die rechte Seite vielleicht die Flanke reinzuziehen, aber dann ist es erstmal da, dieser Igor Akinfeev nach der Flanke von Bastian Schweinsteiger. Und deshalb durchatmen bei den Russen. Und der Abschlag war nicht gerade besonders, sehr, sehr flach gehalten in die Beine der deutschen Abwehr mit Mertesacker und Rolfes. Der Blondschopf aus Leverkusen hat auf die rechte Seite geköpft durch Jerome Boateng, der viele Ballkontakte hat in diesen ersten 11,5 Minuten, der sich versucht nach vorne einzuschalten im Gegensatz zu Philipp Lahm, der doch zumeist hinten aushilft gegen die stärkere rechte Seite. Jetzt die deutsche Mannschaft wieder mit Podolski, quergelegt auf rechts, auf Schweinsteiger. Schweinsteiger fintiert einmal, legt zurück auf Rolfes, Torentfernung 35 Meter zentral, dann rechts raus, jetzt hat er viel Platz, der Jerome Boateng flankt in den Strafraum hinein, Ballack mit der Brustannahme, lässt den Ball abspringen und deshalb klären die Russen und haben jetzt selbst den Ball am eigenen Strafraum. Aber gut hereingebracht, dieser Ball von der rechten Seite, Russland im erneuten Versuch, sich nach vorn zu orientieren, natürlich diesmal über die linke Seite mit Schirkow kommen sie jetzt nach vorn, noch einmal quer gespielt, jetzt auf rechts herüber zu Anjukov. In der Mitte immer wieder zu sehen, wie der kleine, nur 1,72 Meter große Aschavin ständig die Seiten wechselt. Eigentlich ja eher auf links zu finden, hat er sich dorthin wieder zurückgezogen. Vorher immer wieder mit den dirigierenden Händen, die heute mit schwarzen Handschuhen hier versehen sind. Zeigt er an, spielt mich an, er bietet sich an, lässt sich ein bisschen weiterfallen als Kaschakow beispielsweise, der deutlicher in der Position des zentralen Stürmers dort spielt. Anjukov, wieder Versuch über rechts, schnell wieder zurückgespielt. Diesmal ging der Ball zurück von Zirjanov und dann geht es über die beiden Innenverteidiger. Gleich wieder nach vorn. Es ist, und wir sind gleich bei einer Viertelstunde angelangt, in der Tat noch kein großes Spiel mit Strafraum-Szenen am Moss. Es ist eher so ein Warten auf das ganz große Finale für die deutsche Mannschaft. Und das hat sich so ein bisschen, wie auch gestern auf dieser Pressekonferenz mit Joachim Löw angedeutet, ist es eigentlich der gewünschte Verlauf. Denn Löw sagte, wir können warten. Wir haben diesen einen Punkt mehr, das kommt uns entgegen. Lieber sollen die Russen versuchen, hier etwas zu riskieren, wir aus einer sicheren Abwehr heraus dann unsere Konter zu setzen. Jetzt Westermann mit dem Ball auf Podolski, der viel läuft, sich viel anbietet, so als wollte er direkt von hier aus bis zur Weltmeisterschaft nach Südafrika rennen, aber der Ball ist zurückgelangt zum Schlussmann, zu Akinfeev, weiter Ball wieder nach vorn, Mertesacker hat das Kopfballduell nicht gewonnen, Rolfes den Ball an der Brust jetzt, sehr schön abgelegt mit dem linken Fuß, Podolski genau angespielt und dann geht's weiter über Ballack, der schickt Lahm, aber der Ball, obwohl er nur 2-3 Meter überwinden musste, war am Ende zu schnell und so ist vorbei. Ja, und das ist vielleicht doch dieser Kunstrasen, der ungewohnt ist, und einer gefällt mir bisher ganz gut. Im halbrechten Mittelfeld der Simon Rolfes, der großgewachsene Leverkusener, der sich da gegen Semschow zumeist behaupten kann, gut die Räume zustellt, einige Zweikämpfe schon gewonnen hat. Die Russen in der eigenen Hälfte. Wieder mit Schirkow auf Aschavin, diesmal mit Platz und versucht den Pfeil nach vorne, aber der gerade gelobte Mertesacker, der mit aushilft, und auch Rolfes haben dann die Sache geklärt und über die rechte Seite versuchen jetzt die Deutschen das Spiel nach vorne zu treiben. Wieder mit Schweinsteiger, dann kommt Klose am Ersten vorbei, ist am Strafraum, hat sich festgelaufen gegen Juri Schirkow, 26 Jahre vom FC Chelsea. Er, der schon 31 Länderspiele auf seinem Buckel hat, ebenfalls UEFA Cup Sieger mit St. Petersburg, hat die Situation bereinigt. Einwurf mit Jerome Boateng, wirkt sehr konzentriert auch für den Strafraum der Russen. Hoher, weiter Einwurf, aber dann können sie klären, zunächst in der Abwehr mit Ignashevich und dann Aschavin, der kleine, drahtige Mittelfeldspieler gegen Rolfes. Die deutsche Mannschaft bleibt am Ball, hat zurückgespielt auf Schweinsteiger, der könnte fintieren. Schussmöglichkeit ist im Strafraum am rechten Eck und dann wird abgepfiffen von
Massimo Busacca und es gibt Freistoß für die Spornaja. 0-0 Cece, mir fehlt noch ein bisschen das Kribbeln hier in dieser Partie. Ja, absolut. Beispielsweise einer, der ja gegen Südafrika ein Riesenspiel gemacht hat. Özil, die Nummer 8, die haben wir bislang kaum gesehen. Der war in dieser Szene eigentlich mit am Ball und das sollte einer sein, der auf diesem Rasen seine Vorzüge hat, auf diesem Kunstrasen. Lahm jetzt mit Ballbesitz und dem Versuch Podolski zu erreichen, der mit dem Fehlpass, da hatten wir Glück gehabt, dass der Ball sozusagen durch die Beine des Russen hindurchrauschte. Jetzt ist Özil dran, legt ab und dann kann es weitergehen über Schweinsteiger im deutschen Mittelfeld, einer der Stützen dieser deutschen Mannschaft. Özil erneut angespielt, hat den Ball bereits an der Strafraumgrenze. Chance wäre da für Klose. Einen Tick zu spät, aber das war eigentlich eine Riesengelegenheit für die deutsche Mannschaft. Da hätte man konzentrierter den Angriff zu Ende spielen können. Jetzt auf der anderen Seite der Gegenschuss. Sie merken es. Russland kommt, aber die Situation ist 4-6. Also schlechte Karten für die russische Mannschaft. Und Aschavin schon wieder auf dem Rückzug herübergespielt auf die linke Seite zu Schirkov. Der könnte jetzt flanken, tut das auch. Mertesacker schmeißt sich hinein und bringt den Ball aber nicht ganz weit hinaus. Und dann kommt er nochmal zurück. Aber mittlerweile längst angezeigt, dass das eine Abseitssituation war. Insofern Ballbesitz und Beruhigung beim Spiel des Jahres zwischen dem ersten, das ist die Mannschaft Deutschlands, immer noch einen Punkt vor der russischen Mannschaft, und dem zweiten eben jenem russischen Team, das nur ein Spiel verloren hat. Das war jenes vor Jahresfrist, als die deutsche Mannschaft, der speziell in der ersten Halbzeit anders als heute, und da gebe ich Edgar Endres total recht, ja ein richtiges Feuerwerk abbrannte und endlich mal richtig guten Fußball spielte. Heute ist sie in einer anderen Rolle, hier auf ungewohnten Geläuf im Auswärtsspiel. Finde ich dieses Warten sogar noch okay. Hätte mir vielleicht sogar mehr Feuer von dieser russischen Mannschaft erwartet. Jeder, der ans russische Team denkt, hat natürlich sofort die Europameisterschaft und das Spiel gegen die Holländer parat, als sie die Nachbarn regelrecht überrannten und am Ende aus dem Turnier herauswarfen. Die Russen mit Ballbesitz, wieder einem sehr langsamen Aufbau, der der deutschen Mannschaft natürlich auch gestattet, sich in Position zu bringen. Die verschieben sich jetzt locker und leicht hin und her. Und das ist in der Tat nicht besonders aufregend und überraschend. Und insofern haben sie es auch schwer, richtige Chancen zu kreieren. Ja, und die russische Mannschaft versucht es jetzt mit Berezutski. Dann weiterer Schlag nach vorne, sollte dann auf Sirjanov kommen, aber der ist wieder gestoppt worden. Die deutsche Mannschaft im Mittelfeld mit Schweinsteiger spielt zurück auf Boateng. Unaufgeregt am eigenen Strafraum. Rückpass auf Rene Adler, der mit dem rechten Fuß im hohen, weiten Bogen Richtung Mittellinie, aber genau in die Füße von Schirkov. Die Russen, bin ein bisschen enttäuscht. Denen fehlt das Tempo, denen fehlt auch das gewohnte Kurzpassspiel, weil die deutsche Mannschaft allerdings auch sehr gut gestaffelt wirkt mit dem Dreier-Mittelfeld, den zwei Abräumern vor der Vierer-Abwehrkette. Eine bisher konzentrierte Mannschaftsleistung, allerdings ohne zwingende Torchancen für die deutsche Mannschaft. Die Russen im Mittelfeld mit Denisov, der jetzt quer rauslegt auf die rechte Seite. Dann wird Anjukov mitgenommen, noch einmal der Rückball auf Denisov. Denisov versucht nach vorne zu spielen, aber die großgewachsenen, kräftigeren deutschen Abwehrspieler wie Westermann und Mertesacker haben bisher die kleinen, wendigen, schnellen Angreifer der Russen super in Schach gehalten. Vor allem Arshavin und auch Kerschakow. Das Spiel erneut unterbrochen. Es gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Tief in der eigenen Hälfte, 10, 12 Meter hinter der Mittellinie, fast zentral. Ausgeführt, quergelegt auf Mertesacker, der auch ohne großes Tempo den Ball hat. Dann versucht er jetzt nach vorne zu spielen, hat dann Klose angespielt, der sich gegen zwei durchsetzen kann. Klasse gemacht, Schweinsteiger mit ein bisschen Raum. Dann wird zugestellt, alles zentral im Mittelfeld in der Hälfte der Russen. Zurückgelegt auf Simon Rolfes, kein Raumgewinn, keine Anspielstationen. Querbälle auf Podolski, auch die Russen stehen exzellent in der Abwehr. Und man merkt, Jens Jörg, die große, große, große Aufmerksamkeit in der Partie und vor allem den großen Respekt vor beiden Teams. Genau so ist es. Deutschland kommt mit Boateng. 19 Minuten sind vorüber. Spielstand 0-0. Da ist er wieder. Jetzt gespielt nach vorne auf Schweinsteiger. Dann geht's weiter durch die deutschen Reihen. Zurück auf Rolfes. Zuletzt 4 Tore in der Bundesliga. Ungewöhnlich für ihn. Dann wieder zu Boateng zurück, der ja auch beim U21-Finale eine glänzende Figur in einem wichtigen Spiel abgegeben hat. Allerdings sozusagen eine Klasse unter der Nationalmannschaft. Aber allein das war ein Indiz für seine Stärke. Özil, sein Teamkollege, wartet dort vorn, kommt aber nicht an den Ball heran, weil es Westermann allein macht. Der schießt und der Ball saust dann ungefähr 2-3 Meter am Tor des russischen Schlussmannes Igor Akinfeev vorbei. Aber so richtig aufregend war das eigentlich auch nicht gewesen. Und dafür, dass jetzt gleich
gleich 20 Minuten vorüber sind, im Spiel des Jahres, dem großen Showdown, war das bislang in der Tat noch nicht viel, aber es spricht für die deutsche Mannschaft in der Tat und es eröffnet uns glänzende Aussichten für den Mittwoch, dieses letzte Spiel dann in der Gruppe, wenn es gegen die Finnen geht, wenn es denn bei diesem Spielstand bleiben würde. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das alles können wir sagen, da die russische Mannschaft diesen weiten Weg durch die Weiten Russlands hier wandert und nicht rennt. Denn das wäre eine Möglichkeit, sozusagen in diesem Spiel etwas zu bewegen als mit Standfußball. Das überrascht uns wirklich in der Tat, dass ihnen so wenig einfällt gegen das deutsche Team. Sie wussten natürlich, dass Deutschland nur mit einer Spitze hier spielen würde, nämlich mit Klose, der gegen Aserbaidschan und Südafrika bewiesen hat, dass er mit seinen 1,82 und den Toren, die er da gemacht hat, beispielsweise im Doppelpack deutlich beweglicher ist auf diesem Untergrund als Gomez. Direkter Pass, richtig mal gespielt von Mertesacker in die Spitze, aber zu wenig draus gemacht worden von unseren Offensivkräften. Lahm mit dem rechten Fuß herübergeschoben zu Podolski, dann mit der Spitze kommt der Capitano noch an den Ball heran, nämlich Ballack, der zuletzt auch stark bei seinem Verein in Chelsea spielt, der unter anderem mit Hiddink noch eine kurze gemeinsame Zeit hatte. Sehr schön in den Ball, in den Fuß direkt hineingespielt zu Özil, aber der macht heute gar nichts davon. Nee, der ist bisher ein bisschen überfordert da in dieser zentralen Position. Erinnere mich ein bisschen ans UEFA-Cup-Finale in der letzten Saison gegen Schachtja Donetsk mit Werder Bremen. Auch da total abgetaucht und deshalb auch Bremen insgesamt ohne Chance. Zurück zu dieser Partie. Im Mittelfeld wieder Sirjanov. Weiter Schlag nach vorne. Sucht Kerschakov und der kommt am Fass mit der Fußspitze ran. Das sind eben die Aktionen. Ein Schlag über 30, 40 Meter aus der halbrechten Position im Mittelfeld. Und Alexander Kerschakov mit dem 4-5-Tage-Bart da vorne wird gerade noch ein bisschen gerempelt von Per Mertesacker. Und deshalb kann er nicht an diesen langen Ball kommen. Glück für die deutsche Mannschaft. Hui, ist das spannend hier. 21 Minuten vorbei. 0-0. Wenig zwingende Aktionen. Hüben wie drüben. Aus Sicht der deutschen Mannschaft hervorragend. Denn damit hat man alle Trümpfe selbst in der Hand. Die russische Mannschaft am eigenen Strafraum. Rückball von Außenverteidiger Anjukov auf Torhüter Igor Akinfeev. Sie merken es auch. Der Reporter muss ab und zu mal nachdenken, wie diese ganzen russischen Namen heißen. Da muss man ein bisschen durchatmen. Aber die Zeit haben wir, weil das Spiel kein großes Tempo hat. 0-0, wenig Torchancen. Ich wünschte mir ein Tor. Ja, unter Umständen sogar für die deutsche Mannschaft. Aber vielleicht, um einen alten Russen zu zitieren oder einen großen noch, zumal Tschechow, schön ist nur was Ernstes aus der Möwe. Das ist sehr, sehr ernst, das ist sehr getragen alles. Etwas mehr Begeisterung wäre uns in der Tat lieber als dieser Fußballvortrag, den wir im Moment hier sehen. Ballverlust, weil Fehlpass von der russischen Mannschaft, weiter über Özil mit dem deutschen Team. Klose noch mit dem Fuß dran. Klasse Aktion von Schweinsteiger, der sich da tänzelnd über den Ball hinweg bewegt. Riesensituation für die deutsche Mannschaft. Podolski vertändelt. Özil könnte schießen. Und dann kommt Podolski. Was für eine klasse Chance für die deutsche Mannschaft. Ballack mehr oder weniger stürzt sich in diesen Ball hinein. Kriegt ihn dann noch ins Gesicht. Wird vorher noch ein bisschen verletzt und bleibt dort direkt an der 16-Meter-Raumlinie. Edgar, was ist da passiert? Hast du es gesehen? Ich glaube, das war am Schluss noch der Mesut Özil, der da abgezogen hat und da einen Verteidiger traf. Und Ballack wird getroffen bei dieser Aktion. Was für eine Riesenmöglichkeit für die deutsche Mannschaft. Özil kann sich durchsetzen und dann kommt der Schuss von Podolski, abgeblockt. Und dann muss Ballack irgendwie in diesem Zweikampf sich so wehgetan haben, hat den Ball an den Kopf bekommen und geht zu Boden. Aber ich glaube mal, der atmet zwei-, dreimal kräftig durch und wird wieder hochgehen. Denn er muss heute vorangehen in dieser wichtigen Partie, zeigt nochmal an, aber es scheint sich auch am Fuß was zu haben. Aber es ist schon wieder die Wade, ne? Die Wade der Nation, um die wir so oft gezittert haben, die rechte Wade ist es diesmal. Joachim Löw ganz in Schwarz, nicht sehr relaxed aussehen, natürlich nicht, wenn sein wichtigster Spieler, der Kapitän, hier heraushumpeln muss bei all den Diskussionen, die es im letzten Jahr um die zwei gab, im Jahre 2008, um die Rolle von Ballack. Jetzt haben sie sich ja längst wieder ausgesprochen. Er weiß, er braucht ihn hier im 51. Länderspiel als Kapitän, dass der Chemnitzer von der BSG, wie hieß sie da, Karl-Marx-Stadt, Fritz Heckert, glaube ich, da hat er angefangen seinerzeit, hier mittlerweile zu einer großen Weltkarriere in Sachen Fußball absolviert hat. Auch der Respekt der russischen Mannschaft wurde immer wieder gerade in der Vorberichterstattung hier angesprochen. Noch einmal der Blick, mittlerweile auch von den Kameras eingefangen, auf diese Behandlungsaktion da drüben von Müller-Wohlfahrt bei der deutschen Mannschaft. Sie versuchen jetzt sozusagen zu testen, ob er weiterspielen kann oder nicht. Ich glaube, es ist sogar der Knöchel gewesen, denn er hat das Gelenk unten nach links und rechts gedreht. Also ich denke mal nicht unbedingt die Wade, sondern sogar der Knöchel. Bin gespannt, ob es weitergeht. Es wäre zu hoffen. Es wäre so wichtig aus deutscher Sicht, denn wenn Michael Ballack hier ausfallen sollte, dann fehlt der Kopf
Das wäre genauso, als wenn bei den Russen dann Arshavin vom Platz gehen müsste. Jetzt zurück zum Spiel. Es gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Ballack an der Seitenauslinie wieder aufgestanden. Ich glaube, es geht doch weiter. Und da stehen Schweinsteiger und ja, Mesut Özil am Ball. Ich denke mal, Schweinsteiger wird diesen Freistoß ausführen aus einer riesen Entfernung. Gut und gerne 33, 34 Meter halbrechte Position. Nur eine Zwei-Mann-Mauer der Russen. Akin, Fehl, Flauerter. Und dann kommt der Ball von Özil geschlagen. Genau in die Arme von Igor Akinfeev, weiter Abwurf auf die rechte Seite, soll da Bystrov finden, aber der ist dann doch einen Tick zu langsam gewesen, kann sie nochmal durchsetzen, hat zurückgespielt auf Sirjanov, kurz mal spielt auf Arshavin und dann der Ball nach vorne, hier wird es gefährlich, Boateng macht das klasse, schiebt den Körper zwischen den Angreifer und auch zwischen den Ball und kann klären. 0-0, 25 Minuten vorüber und Michael Ballack ist zurück. Ja, aber ich musste noch eben lachen, wie cool der Boateng das geklärt hat. Normalerweise musst du da als Verteidiger fast einen Herzinfarkt kriegen in dieser Situation. Natürlich ja nicht mit seiner Erfahrung, aber trotzdem ganz locker zurückgelaufen. Achtung, Deutschland kommt mit diesem Ball von Podolski, aber zu dicht zu Akinfeev gebracht. Und deswegen können die Russen wieder mit Zyrianov in der eigenen Hälfte noch, jetzt da mehr als die Hälfte der ersten Halbzeit bereits absolviert ist. 26 Minuten beim Spielstand von 0-0 vorüber wieder nach vorn kommen. Erneute Spielunterbrechung. Nach wie vor fehlt diesem Spiel eines, das sind die Großchancen, das sind die Tormöglichkeiten. Von Toren wollen wir gar nicht reden und wollen daran erinnern, dass Deutschland ja immerhin in dieser WM-Qualifikation 24 Treffer gemacht hat. Also besser waren da nur die Engländer, trotz all der Kritik an der deutschen Offensive, auch wenn wir durch Aserbaidschan und Liechtenstein und ähnliche sicherlich ein bisschen bevorteilt waren in der WM-Qualifikationsgruppe. Auch das wollen wir nicht vergessen. Die Russen mit dem Ball, der Kapitän ist wieder in der deutschen Hälfte, trabt dort locker und leicht umher. Sieht nicht so aus, als ob das irgendwelche größeren Probleme bei Michael Ballack verursachen sollte. Spielaufbau erneut, wie gewohnt, ein bisschen in Slow-Motion bei der russischen Mannschaft. Und wenn sie jetzt nicht auf Schnelldurchlauf stellen, dann werden sich da auch kaum Chancen daraus ergeben. Der Einzige, der wirklich kreuzgefährlich war, das war eben ihr Mittelstürmer. Das war eben der Mann, der dort vorn ganz allein ist und seine Chancen sucht. Das war Kaschakov. Jetzt treibt er wieder zwischen den beiden Innenverteidigern hin und her, ist dabei, sich in einer Abseitsposition zu bewegen. Es gibt aber Freistoß für die russische Mannschaft aus einer sehr, sehr gefährlichen Position hier unter höchsten staatlichen Augen, wie sagt man, unter höchsten, wie sagt man, wenn der höchste Mann des Staates da ist, dann ist das eine hohe Ehre, dass Medvedev hier beispielsweise mit dabei ist. So könnte man es doch kurz sagen. Genau, aber jetzt müssen wir aufpassen, denn die Ehre, die den Deutschen zuteil wird, im Tor René Adler, ein Freistoß der russischen Spornaja. Und da haben sie exzellente Techniker. Ich denke da an Konstantin Sirjanov, der ebenfalls in dieser WM-Qualifikation schon dreimal getroffen hat. Ein Mann aus St. Petersburg mit 32 Jahren, ein Routinier. Dann Linksfuß Juri Schirkov vom FC Chelsea und Andrei Arshavin. Die deutsche Abwehrmauer hat sich positioniert. Bin da gespannt, wer diesen Freistoß ausführen wird. Ich glaube, es ist Schirkov. Juri Schirkov oder sogar Kaschakov. Schirkov mit links drüber. Sie haben es gehört an den vielen Fans, als ob der Ball nochmal drüber schmiert. Also ganz knapp war es, aber René Adler, glaube ich, wäre sogar da gewesen. Die erste gefährliche Aktion, dieser Freistoß aus 18 Metern halbrechter Position von Juri Schirkov vom FC Chelsea. Gebracht das nichts, es heißt weiterhin 0-0. Einer von vielen Legionären in dieser russischen Mannschaft. Fünf haben sie im Kader, auf der deutschen Seite ja nach wie vor die Situation, dass es nur Michael Ballack ist. Auch das ein Indiz dafür, dass der deutsche Fußball in der ganz großen Weltspitze immer noch einige Spieler braucht, die dann eben auch in den großen Ligen unterwegs sind, weil das einfach mehr Wettkampfhärte bedeutet. Lahm, vielleicht wird er ja bald mal irgendwann bei einem dieser großen Vereine spielen, wenn der FC Bayern nicht Richtung Champions League deutlicher unterwegs ist. Özil stärker geworden jetzt in den letzten Minuten mit dem Versuch, Podolski zu erreichen. Dann ging das Ganze ein bisschen verquer und Westermann kloppt den Ball nach vorn, da die Linie entlang auf Ballack, der hat ihn, macht aber noch einen Haken, hat sich nicht entschlossen zu flanken, weil er auch gesehen hat, dass da nur Klose in der Mitte gewartet hat und sich am Ende, wie gesagt, für eine Verzögerung entschieden hat. Mittlerweile ist der Ball aber längst wieder entschwunden und ist bei Arshavin. Und das hören Sie, der hat den Ball. Arshavin immer noch mit Ballbesitz. Klasse gespielt. Größte Chance. Und Adler ist da. Zum Glück Adler. Riesengelegenheit. Die beste im Spiel für Kaschakov. Meine Herren, war das eine Riesenaktion. Und wie schnell hat er da Arshavin da im Mittelfeld in Jerome Boateng ausgetaucht.
Es war sogar Bistroff war es, nicht der Kerschakow. Haben wir nochmal hinschauen müssen, aber egal. René Adler, glänzender Reflex, er kam heraus von seiner Torlinie und kann dann den Winkel verkürzen. Aber noch einmal die Flanke, Adler bleibt diesmal auf der Linie kleben. Noch einmal die Möglichkeit für die Russen, dann geht es blitzschnell in dieser 30. Minute. Jetzt hat die deutsche Mannschaft Glück gehabt bei dieser Riesenaktion für den Mann aus St. Petersburg. Wladimir Bistroff, der Blonschow mit den kurzen Haaren nach diesem Klasse-Anspiel von Andrea Schawin. Und Jerome Boateng musste da Lehrgeld bezahlen. Zu weit aufgerückt im Mittelfeld. Kurze Körpertäuschung von Schawin. Und dann dieses Pass ohne Augenkontakt aus dem Fußgelenk heraus in den Strafraum. Und von der halblinken Position kommt er dann angeschossen. Wladimir Bistroff, aber Adler verhindert das 1:0. Und das wäre ganz schwierig geworden hier auf diesen Kunstrasen. Und jetzt gibt es Freistoß für die russische Mannschaft. Ein bisschen wächst der Druck der Sporneier. Ja, Boateng hat ein bisschen Lehrgeld bezahlt, so wie in der Euroleague gegen Wien oder auch in diesem einen Spiel gegen die Frankfurter. Aber das wollen wir ihm nachsehen. 21 Jahre, da kannst du noch nicht die ganz große Konstanz haben. Aber es ist ein Showdown in dieser Gruppe. Es ist das wichtigste Spiel. Und das wäre sie gewesen, diese viel besprochene und zitierte Situation, wo Schawin mit seinem Konter und einem genialen Pass eben ein Spiel entscheiden kann. Jetzt Schawin beim Freistoß. Wird ihn natürlich hereinbringen von dieser rechten Seite. Läuft jetzt an, flankt in die Mitte hinein. Die deutsche Mannschaft ist da, bringt den Ball wieder heraus. Nicht weit genug. Aus der zweiten Reihe der Schussversuch von Tschirkow. Streicht aber weit über das Tor von Adler hinweg, der hier weitere Pluspunkte sammelt. Durch dieses Verletzungspech, muss man ja echt sagen, für Enke kommt er in eine glänzende Position. Und das sind weitere Pluspunkte auf der Liste. Denn bald muss sich Joachim Löw natürlich auch auf dieser Position 1 entscheiden. Und wer hier in diesem Spiel im Tor steht bei der deutschen Mannschaft und seinen Vortrag mehr oder weniger fehlerfrei gestalten kann, der hat die allerbesten Argumente für eine Besetzung dann eben auch in Südafrika. Und das ist der Traum natürlich der deutschen Mannschaft, genau wie der russischen, auch wenn sie gestern so ein bisschen ja fast spöttisch betont haben, uns reicht auch die Hintertür, meinte Gösseding im Pressegespräch. Also das heißt, die Relegation, das würde uns nichts ausmachen. Wichtig wäre, dass er wie mit all seinen Mannschaften bei Weltmeisterschafts- oder Europameisterschaftsqualifikationen hat er es immer geschafft, sie durchzubringen. Das spricht auch für die Klasse dieses Holländers, der nahe an der deutschen Grenze groß geworden ist. Das können wir wieder mal erzählen, da der Ball seinen Weg findet durch die russischen Reihen, ohne größere Aufregung das Ganze noch, weil die Torentfernung eben im Moment noch deutlich über 30 Meter beträgt. Jetzt ist ein Seiten ausgegangen. Anjukov liegt dort auf dem Rasen und Podolski sagt, was soll ich da gemacht haben? Ich bin zwar in diesen Zweikampf hineingegangen, aber es wird Ballbesitz und Freistoß geben für das russische Team, inklusive einer kleinen Diskussion von Podolski mit Busaka, dem Mann aus der Nähe von Bellinzona. Die Russen haben den Ball, wechseln die Seite, herübergeschlagen, weit auf links zu Tschirkow. Der bringt den Ball zurück, noch einmal zu Cyrianov und dann gibt es Ballbesitz, weil da in diesem Zweikampf nicht alles korrekt verlief für die deutsche Mannschaft. Boateng hat den Ball, Spielzeit nochmal, 33 Minuten sind vorüber. Es steht 0:0 hier im Luzhniki-Stadion. Weiter geht's mit Edgar Endres. Und was auffällt, die deutschen Außenverteidiger stehen bisher gut. Es kommt wenig von den Flügelzangen. Jetzt die deutsche Mannschaft mit Ballack, quergelegt auf Philipp Lahm, der sich endlich mal nach vorne wagt. Könnte einen Kurzpass mit Podolski spielen. Wieder Podolski in den Strafraum gelaufen, hat den Ball. Podolski dreht sich um die eigene Achse, spielt nochmal raus, aber ungenau. Und dann Ballack an der linken Eckfahne mit der Flanke weit gezogen. Kopfballmöglichkeit fast für Özil und Klose. Und dann haben die Deutschen den Ball sicher laufen können. Wieder Schweinsteiger weit nach außen gelaufen auf Boateng. Höhe Strafraum, Flanke mit links hereingezogen. Ballack geht nach oben, aber der Ball war zu weit und zu lang und deshalb rauscht er ins Seitenhaus zum Einwurf für die russische Mannschaft. Fast auf Höhe des eigenen Strafraums. Langsam marschiert er da raus. Der russische Außenverteidiger Anjukov schaut, wohin er den Ball jetzt werfen kann. Da die deutsche Mannschaft weit nach vorne aufgerückt ist und fast ein bisschen Pressing spielt, da die Männer quasi alle abdecken. Und jetzt muss der Einwurf endlich ausgeführt werden. Wird er auch kurz gemacht auf Bistroff, der diese Großchance hatte in der 30. Minute nach Zuckerpass von Schawin. Aber René Adler war da. Und deshalb auch nach knapp 34 Minuten vor den 75.000 Zuschauern keine Tore. 0:0, eine Riesenmöglichkeit, JJ, für Podolski in der 25. Aber sonst war wenig zu sehen. Jetzt vielleicht mit Özil, schön gespielt. Özil ist frei, in die Mitte hinein, Klose. Tor! Tor für Deutschland! Das gibt's doch gar nicht. Und das ist der Salto. Ging das blitzschnell. Özil als Ideengeber und Klose mit dem Tor für die deutsche Mannschaft. Sie führt in der 35. Minute. Und Akin Fejev
schlägt die Hände vors Gesicht und sagt, das kann doch wohl gar nicht sein. Das ging riesig schnell und ich glaube, der russische Schlussmann war genau wie die Hintermannschaft echt überfordert bei diesem Blitzangriff über die linke Seite. Podolski, Özil und Klose mit dem linken Fuß stürzt er mehr oder weniger in diesen Ball hinein und macht die Führung für die DFB-Elf perfekt. 48. Länderspieltor für Miro Klose, gescholten beim FC Bayern München, weil er zuletzt überhaupt nicht mehr in die Büschen kam. Aber heute trifft er, ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Und der Pass war klasse gespielt von Özil in den Lauf von Miro Klose. Und dann macht er das überlegt. Abwehrfehler zuvor noch von Bistroff, der da den Ball durchrauschen lässt. Und deshalb keine Chance für Igor Akinfeev. Und jetzt sind wir alle gespannt. Schaffen die Russen das, was sie vor 2 Jahren gegen England geschafft haben, nach einem 0-1 noch das Ding zu biegen, 2-1. Damals war Roman Pavlyuchenko der Held, der jetzt bei Tottenham spielt mit 2 Treffern. Aber ich denke, die deutsche Mannschaft heute bärenstark, zumindest in der Aufteilung. Sie lassen kaum Räume zu, ich habe es erwähnt. Die Außenverteidiger Boateng und Lahm haben bisher die Flügelzange der Russen kaltgestellt und deshalb keine Bälle für Kerschakov. Und von Andrija Šavin bin ich persönlich ganz enttäuscht. 11. Juni, nur mal so schnell, bis 11. Juli ist übrigens der Zeitraum für die Weltmeisterschaft. Falls Sie sich im Kalender gerade ein Kreuz machen wollen mit der deutschen Mannschaft, noch ist es natürlich nicht so weit. Aber die Voraussetzungen sind jetzt, na klar, noch viel besser hier im Luzhniki-Stadion. Da war schon wieder ein Ball bei Klose fast gelandet, aber er muss ihn dann an seinen roten Schuhen vorbei rauschen lassen, war noch kurz dran. Angriffsversuch jetzt der russischen Mannschaft, sehr steil, sehr ungenau und für Westermann ganz leichte Beute, bringt ihn sofort wieder nach vorn. Das Ganze unterbunden, da ist hier drüben eine Spielunterbrechung gab bei diesem Zweikampf zwischen Klose und Anjukov. Ballbesitz für das russische Team. Weit in der eigenen Hälfte. Glänzende Voraussetzungen im Spiel des Jahres für die deutsche Mannschaft, das sicherlich in Sachen Chancen, in Sachen Torgelegenheiten nicht alles gehalten hat, aber in Sachen Spielverlauf für die deutsche Mannschaft absolut perfekt ist. Joachim Löw hat ja auch gesagt, punktemäßig ist diese Qualifikation für Deutschland bislang glänzend gelaufen. Es waren viele Spiele dabei, wo große, schwere Ballknautscherei betrieben wurde von der DFB-Elf und wir uns auch als Reporter über die Runden gequält haben mit dem deutschen Team. Aber das ist hier schon ein relativ solider, sicherer Vortrag. Das muss man deutlich sagen. Respekt für die deutsche Mannschaft, für diese sehr konzentrierte Leistung. Das unterstreicht einmal mehr, dass sie, wenn es denn eben drauf ankommt, eben immer da sind mit diesem deutschen Team. Sie kommen in der Hälfte Russlands bereits über Ballack, der den Ball jetzt vor sich her treibt und ihn herüber schiebt zu Podolski. Der stupst ihn noch einmal zurück zum Kapitän. Dann Podolski erneut, 2 Mann gegen sich. Ballack verteilt herüber zu Schweinsteiger, der drüben auch viele gute Szenen hatte. Šavin weit in der eigenen Hälfte mit dem Versuch, erst einmal die Mittellinie zu überqueren. Das hat die russische Mannschaft, die jetzt seit der 35. Minute mit 0-1 hinten liegt, getan. Bringt den Ball herüber auf die linke Seite. Achtung, Boateng muss aufpassen. Einmal ging die Reise ganz schnell an ihm vorbei. Jetzt sind sie schon wieder vorbei, könnten flanken. Dauert ein bisschen. Sehr ungenau und schlecht gemacht, nachdem sie zuvor sich echt klasse durchgesetzt hatten bei diesem Versuch. Aber jetzt unterbunden und damit Ballbesitz für René Adler, der die deutsche Mannschaft, so deutlich muss man das sagen, hier im Spiel gehalten hat bei dieser klasse Aktion, als er sich dazwischen warf. Bei der gefährlichsten Chance der russischen Mannschaft in der 25. Minute. Ein Tor haben wir. Führung für Deutschland und die, es sind ja glaube ich 74.500 russischen Fans hier im Luzhniki Park sind ruhig geworden und die 2.500, Edgar, wo sitzen die eigentlich, der deutschen Mannschaft, die müsste man jetzt da langsam vielleicht ein bisschen deutlicher hören, hier in diesem weiten Meer der Zuschauer. Ja, aber sie können vielleicht gleich nochmal jubeln. Lahm legt den Ball ins Zentrum vor dem Strafraum hinein, aber diesmal ungenau gespielt vom kleinen Bayern Außenverteidiger, die deutsche Mannschaft. Kontrolliert die Partie. Westermann, herrlich gespielt auf Lahm. Der könnte flanken. Tut das, zieht der Ball rein. Und die russische Innenverteidigung ist ja so etwas wie der Wackelkandidat mit Beresutski und Ignashevich. Konnte man beim 0-1 schön erkennen. Da waren sie ungeordnet und dann war eben da der Miro Klose mit diesem Torriecher, diesen einzigartigen Torriecher. 48. Länderspiel und damit hinter Gerd Müller und natürlich auch hinter Streich auf Platz 3. Aber auf Streich fehlen jetzt nur noch 7 Treffer. Und die will er auch irgendwie noch packen. Gerd Müller, der ist unerreichbar. Zurück zu dieser Partie. Wir schauen wieder mal auf die Uhr. Knapp 39 Minuten vorbei. 1-0 vorne die deutsche Mannschaft im Ballbesitz mit Boateng. Und eins überrascht mich nach wie vor. Die russische Mannschaft scheint wie gelähmt zu sein vor dieser großen deutschen Mannschaft. Zumindest vor diesen Namen. Sie kommen nicht rein ins Spiel. Weder auf diesen Kunstrasenplatz noch ob sie ihn bewässert haben, noch ob sie ihr Kurzballspiel versuchen aufzuziehen. Die deutsche Mannschaft steht gut, macht die Räume eng und sie führt jetzt auch verdient mit 1-0.
Was diese Führung wert ist, zeigt ein kurzer Blick in die Fußballgeschichtsbücher. 42 Siege, 9 Unentschieden und noch nie haben sie ein WM-Qualifikationsspiel verloren. Aber es läuft hier die erste Halbzeit. Sie sind live dabei und sehen und hören einen Angriff der russischen Mannschaft, die jetzt über Anjukov über die rechte Seite versucht, nach vorn zu kommen, das allerdings nicht geschafft hat. Und noch einmal zurückspielt, in diesem Fall über Igor Denisov geht es jetzt durch die russischen Reihen. Sie haben den Ball und rennen weiter diesen 0:1 von Klose hinterher. Neuer Angriffsversuch, diesmal aus der Innenverteidigung, erneut über Anjukov, über den viel läuft in dieser Partie. Geschickt weitergeleitet, aber Lahm ist dazwischen auf der linken Seite und da gehört er, da bin ich mir sicher, auch hin, auch wenn er selber sagt, rechts ist er stärker. Wir haben das beim Aserbaidschan, denn das Spiel gesehen, aus einer Halbzeit links und einer rechts absolvierte. Die erste auf der rechten Seite war die deutlich schwächere. In der zweiten gab er viele Impulse in diesem so wichtigen Spiel der Qualifikation in Baku. Aschavin, ja, fast lieblos im Ball, in der Ballbehauptung in dieser Situation. Erinnert mich so ein bisschen, er sagt ja über sich selbst, ich bin eher so ein fauler Spielertyp, an dieses eine legendäre Spiel, als er die erste Halbzeit mehr oder weniger verschlafen hat und in der zweiten 4 Tore machte. Die Deutschen, sie kommen über Schweinsteiger herübergespielt auf Özil. Das war der Vorlagengeber zum ersten Tor. Klose ist erreicht, lässt durch für Schweinsteiger und Respekt und Chapeau. Das war klasse gedacht. Leider ist nichts draus geworden. Deutschland führt weiter mit diesem einen einzigen Treffer dieses großen Spiels bislang und die Russen versuchen es diesmal über die linke Seite über Bystrov. Mein Gott, ist der schnell. Den sollen sie mal zur Olympiade in Sachen Leichtathletik schicken. Ist im 16er, ist unten und es gibt direkt an der Grenze des 16ers jetzt einen Freistoß für die russische Mannschaft und gelb für Jerome Boateng. Ja, und die Russen haben einen taktischen Zug vollbracht. Sie haben jetzt Bystrov von rechts auf links gezogen, weil sie eben glauben, dass dieser schnelle, wendige Bystrov gegen den großgewachsenen Jerome Boateng Schnelligkeitsvorteile hat und das Foul war vor dem Strafraum, Gott sei Dank, aber es gibt Freistoß für Russland in dieser 42. Minute, 2 Meter von der Torauslinie entfernt, genau auf der Markierung des 16ers. Boateng hatte da Probleme, kann sich nur mit einem Foulspiel behelfen. Freistoß, 1-0 Deutschland, Klose, 35. Minute, Adler gibt Anweisungen, 2-Mann-Mauer. Mit Podolski und mit Schweinsteiger. Jetzt müssen sie aufpassen, nicht, dass einer in den Rücken reinläuft. Kaschakow gibt da noch ein paar Zeichen an Arshavin. Und jetzt wird Kaschakow selbst den Ball reinbringen. Nein, der Ball schwebt da rein und dann kommt noch ein Kopf dazwischen. Die deutsche Mannschaft geklärt und durchatmen. Der nach vorne ist aufgeheilt, der riesengroße Abwehrmann Berezutski, 1,90 lang. Er hat auch schon in der WM-Qualifikation einmal getroffen und das war Glück. Ein bisschen Glück, aber auch großes Können von Boateng bei dieser Kopfballabwehr. Die letzten 3 Minuten der ersten Halbzeit. Deutschland führt in der russischen Hauptstadt hier nach dem Treffer von Klose mit 1:0. Ist im Spiel oder sollte im Spiel sein, wenn Özil dieses Kopfballduell gewonnen hat. Jetzt erneute Sprinteinlage, diesmal von Westermann, der bei Schalke 04 mittlerweile ja auch zum Kapitän, zum Mannschaftsführer von Magath bestimmt wurde. Der Ball ist im Seitenaus. Gelegenheit für Semchow, der hier am heutigen Tag in die Mannschaft hineingekommen ist, für Semak hier einzuwerfen für das Team von Güsseling. Aschavin hat sich durchgesetzt, an 2 Mann vorbei, fast an 3 Mann, verteilt den Ball sehr schön herüber zu Suryanov drüben auf die linke Seite. Der rutscht jetzt auf den vermeintlich für ihn klasse Geläuf aus und Tschirkov jetzt mittlerweile drüben herausgedrängt, wird jetzt einwerfen für die russische Mannschaft. Genau 2 Minuten vor dem offiziellen Ende dieser ersten Halbzeit hat aber Deutschland mit Schweinsteiger den Ball, aber zu ungenau. Da haben sie Glück, dass Anjukov jetzt sehr unkonzentriert in die Mitte hineinspielt und Ballbesitz nach Spielunterbrechung für das deutsche Team, weil Tschirkov offenbar Schweinsteiger da am rechten Knöchel erwischt hat. Völlig korrekt entschieden in einer Partie übrigens, die nur eine gelbe Karte bislang sah und die in Anbetracht der Dramatik in dieser Tabellenkonstellation und der Chance, sich direkt zu qualifizieren, auch sehr, sehr fair ist. Ja, für Jerome Boateng, die deutsche Mannschaft schon wieder mit Mesut Özil, der sich ein bisschen jetzt befreit hat von der Beklemmung der ersten 20 Minuten auf der linken Seite. Querpass auf Ballack, Ballack weiter auf Schweinsteiger, 20 Meter, nimmt da jetzt Boateng mit, der hat viel Platz immer wieder auf dieser rechten Seite, kann flanken, flankt in den Strafraum rein, Möglichkeit, meine Herren Podolski. Ein bisschen mehr Zeit und Muse bei diesem Schuss aus 17 Metern zentral. Aber was auffällt, dass Tschirkow große Probleme in der Defensive hat, weil er viel, viel Platz lässt für Jerome Boateng. Und das könnte der Hamburger Außenverteidiger ein bisschen besser ausnutzen. Tschirkow nach vorne, sehr agil, aber defensiv mit Problemen und Schwächen.
Abstoß vom Gehäuse der Russen mit Akinfeev. Ein weiter Schlag über 60 Meter, fast an den Strafraum der deutschen Mannschaft ran. Aber Kaschakov kann den Ball nicht aufnehmen. Im Gegenteil, die deutsche Mannschaft wieder mit dem umtriebigen, laufstarken Podolski in der halblinken Position auf Özil. Özil, schön behauptet er den Ball gegen zwei Russen, ist am ersten vorbei. Aber der kleine Denisov kann dann den Ball ablaufen. Und in der Abwehr, Beresutski raus mit dem Ball, auf Höhe der Mittellinie. 30 Sekunden noch in dieser ersten Halbzeit. Ich glaube, eine Pausenführung aus deutscher Sicht, die wäre ganz viel wert, Cici. Oh ja, die nehmen wir gern, müssen aber aufpassen. Jetzt kommen die Russen wieder mit Zyrianov und zurück geht's über Arshavin. Der hat den Ball drüben auf der rechten Seite. Sie hören es schon an den Positionen, rechts, links, in der Mitte, vorn. Er ist im Moment überall und die Chance wäre da für Schirkov zu flanken im Duell mit Boateng. Einen kleinen Kringel macht er noch, aber dann ist Schweinsteiger hinten, kann klären, der genau wie die meisten in der deutschen Mannschaft, die heute eine richtig gute erste Halbzeit gespielt hat, die genau in dieser Sekunde, exakt nach 45 Minuten vorüber ist. Wir geben der deutschen Mannschaft eine glatte 2. Das war richtig klasse, was sie hier gemacht hat. Der ganz große Fußballzauber hat noch gefehlt, aber dafür sind sie auch nicht zuständig. Sie sind hier die Gäste bei den großen Russen und haben das einzige Tor dieser ersten Halbzeit gemacht. Der Torschütze hieß Miroslav Klose in der 35. Minute und speziell dank der deutlicheren und klareren Spielzüge dann gegen Ende dieser ersten Halbzeit muss man auch sagen, diese Führung geht in Ordnung. Deutschland hier im ausverkauften Luzhniki Park mit einem Tor vorn. Hier die Ersatzspieler auf dem Rasen, auf diesem Kunststoffrasen, unter anderem auch ein Mario Gomez oder Piotr Duchowski, die vielleicht noch eingewechselt werden. Und wir sind doch alle überrascht über diese konzentrierte Leistung der deutschen Mannschaft im Luzhniki-Park vor den 75.000 Zuschauern. Pausenstand 1:0 für die Mannschaft von Joachim Löw. Und Miro Klose mit seinem 48. Länderspieltor, ein ganz wichtiges. Aber die Vorarbeit, Podolski mit Özil, ein Doppelpass erster Klasse. Dann dieser Querpass von Özil in den Lauf von Miro Klose. Und er stochert an den Ball aus 4-5 Metern in den Kasten der Russen rein. Ein Stich ins Herz der Spornaja, die keinen guten Abend bisher hat hier in Moskau. Die sehr verhalten begann, die dann zwar zwei Riesenchancen hatte, die beste in der 30. Minute, als Arshavin einen klasse Pass spielte auf Wladimir Bystrov. Aber da zeigte sich auch, dass René Adler gewachsen ist in den letzten Monaten wieder, dass er zur alten Leistungsstärke zurückgefunden hat. Eine erstklassige Parade verhindert da das 1:0 für die Russen. Und dann eben Jens Jörg Krieg dieses wichtige 1:0. Und daraufhin lief das Spiel der deutschen Mannschaft noch ruhiger, noch kontrollierter und noch sicherer. So war es vor allen Dingen in den letzten Minuten dieser ersten Halbzeit. Noch 20 Tore bis zu Gerd Müller zur Führung in der ewigen deutschen Torschützenliste bei der Nationalmannschaft. Die Russen jetzt hier im weiten Rund unterhalb der Sperlingsberge. Hier ist ja direkt hinter uns jetzt im Rücken, das können wir erzählen, da die Mannschaften noch nicht da sind. Auch eine Skisprunganlage direkt neben der Lomonossow-Universität. Wir sind hier weit im Westen dieses Molochs von mehr als 10 Millionen Einwohnern hier in der russischen Hauptstadt. Die warten auf ihr Team, sind jetzt ein bisschen ruhiger geworden, das muss man deutlich sagen. Gar nicht so das klassische Fußballpublikum, was man vielleicht kennt, wenn man in englischen Stadien unterwegs ist, wo die ganze Zeit die Mannschaft angefeuert wird. Es gab zwar vorher richtige und laute Rassia, Rassia-Rufe, aber jetzt nehmen sie mehr oder weniger den Vortrag ihrer Helden so hin und viele Möglichkeiten ergeben sich auch nicht, denn einer der wichtigsten, und der wurde bereits in der ersten Halbzeit mehrere Male genannt, Pavlyuchenko mit 2 Toren, damals am 17. Oktober beim Spiel gegen die Engländer, der ist ein bisschen angeschlagen, wird er überhaupt spielen können? Das war gestern auch in der Diskussion mit den russischen Kollegen so ein Thema gewesen. Pogrebniak natürlich bei den Stuttgartern, aber auch der nicht mit der Riesenform, muss man sagen. Er ja ohnehin in dieser russischen Nationalmannschaft zuletzt nur sporadisch eingesetzt in den letzten 6 Spielen, nur 3-mal von der Bank überhaupt ins Spiel hineingekommen. Insofern bin ich gespannt, was Gus Hiddink hier machen wird, denn er wird natürlich versuchen, diesen Nimbus zu halten. Ich habe das in der ersten Halbzeit gesagt. 51 Spiele gab es bei WM-Qualifikation, 42 Siege, 9 Remis. Nie haben sie verloren. Und es bleiben ihnen jetzt noch 45 Minuten, da die russische Mannschaft in diesem Augenblick zusammen mit dem russischen Präsidenten, der noch einmal beide Fäuste ballt und ins Publikum hineinwinkt, hier wieder den Platz betritt. Und es wird einen Wechsel geben bei den Russen. Ich habe gesehen, dass Dmitri Torpinski von Lokomotive Moskau eingewechselt wird. 25 Jahre alt. Wir müssen noch genau abwarten, wer da runter ist bei den Russen. Die deutsche Mannschaft kommt auf dem ersten Blick unverändert zurück in zweite Runde dieses Riesenstadions, in dem ja im letzten Jahr das Champions-League-Finale zwischen Chelsea und Manchester United ausgetragen wurde. Damals mit einem weinenden Michael Ballack.
der weit nach Mitternacht hier in die Knie sank. Im Elfmeterschießen verlor man. Heute Abend, bisher hat er auf die Zähne gebissen. Und Denisov ist runter bei den Russen. Und dafür eben Torbinski rein. Es soll mehr Dampf gemacht werden über die Außen. Das war auch das Manko bei der Mannschaft von Chris Hitting, der keine guten Erfahrungen gemacht hat mit der deutschen Mannschaft. 2002 hat man im Halbfinale mit Südkorea verloren. Dann hat er ja auch schon mal ein ganz wichtiges Spiel mit den Holländern verloren. Tja, und dieser Chris Hitting hat ja auch das Spiel in Dortmund gegen die deutsche Mannschaft verloren. Also, da läuft es nicht bei Chris Hitting. Bisher hat er nur Erfolg gehabt bei WM-Endrunden mit seinen Mannschaften. Schneller Nachtrag natürlich noch. KSC damals 0-7, legendär. All das noch vor dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Diese Riesenklatsche, die damals den Karlsruher SC so ein bisschen in die Schlagzeilen des internationalen Fußballs brachte. Und in die Schlagzeilen könnte auch die deutsche Mannschaft kommen, wenn sie heute hier die Tickets für Südafrika klar macht. 45 Minuten sind jetzt noch zu absolvieren, ein Sieg heute. Und die Teilnahme ist sicher. Am 4. Dezember ist man dann in den Lostöpfen der Auslosung in Kapstadt mit der DFB-Elf dabei. Im Übrigen wie seit 1954 in Folge. Also eine große Serie gilt es da zu verteidigen. Für das deutsche Team, das im Moment genau das machen muss, nämlich verteidigen. Die russische Mannschaft noch mit ihren beiden Innenverteidigern, jetzt wieder unterstützt durch die Gesänge ihrer Fans, aber mit dem ähnlichen Problem wie in der ersten Halbzeit. Allein das Ganze ist viel zu behäbig, viel zu langsam. Natürlich die Wechsel, die dann kommen, die schnellen von Arshavin, die gab es, aber sie waren die Ausnahme gewesen und auch der alte Präsident, nämlich Putin, ist mittlerweile auf der Ehrenloge hier eingetroffen, will sich das Spiel des Jahres für die russische Mannschaft und die Sbornaja ist natürlich der Liebling der Massen nicht entgehen lassen, auch wenn er sich wahrscheinlich auch von seinem Team mehr erhofft hätte als diese 3 oder 4 Chancen, die es am Ende waren. Ja, und sie verhalten schon wieder sich ähnlich wie zu Beginn der ersten Halbzeit, Kurzpassspiel zwar, aber ohne Tempo und jetzt ein Ball an den Strafraum, aber Gascherkov hat da ebenfalls als Probleme, die Kugel anzunehmen. Noch einmal, über die linke Seite. Bistrov, der agil wirkt, aber der eben beim 0:1 hinten nicht aushelfen konnte, an diesem Pass vorbei spritzte und dann auch Ignashevich zu spät da war. Und jetzt wurde eben angekündigt, der Wladimir Putin, dass er zu Gast ist. Und dann haben sie sofort gemerkt, da gab es Beifall unter diesen 75.000 Zuschauern. Ballack im Mittelfeld. Wieder Ballverlust, diesmal gegen Semschow, aber ein Foulspiel. Apropos Ballack, es war ein Schlag auf den Knöchel in der ersten Halbzeit. Schmerzhaft, aber Ballack will weiterspielen und muss auch weiterspielen. Denn diese Partie ist heute zu wichtig, als dass der Kapitän von Bord gehen kann. Die Russen haben in der eigenen Hälfte am Strafraum klären können mit Schurkin. Schurkin weiter Schlag nach vorne auf Jerome Boateng, der jetzt sicherlich ein bisschen zurückziehen muss, nachdem er kurz vor der Pause die gelbe Karte erhalten hat von Massimo Busacca in der zweiten Halbzeit. 2 Minuten vorüber, Spielstand weiterhin 1:0 für die deutsche Elf von Joachim Löw, ganz in Schwarz gewandet mit einem grauen Schal um den Hals. Ist zwar angespannt, aber ich denke mal innerlich auch sehr ruhig und ausgeglichen. Das Spiel hat den Verlauf genommen, den er sich erträumt hat von dieser Partie. Jetzt da die Rassia-Rufe lauter werden und ein weiter Ball direkt in die Spitze hineingeht. Aber zu schnell, des Podolski war mit hinten gewesen zum vermeintlichen Duell gegen Anjukov, zu dem es aber gar nicht kam, weil der Ball auf diesem Polyethylen-Gummigranulat-Gemisch nochmal aufsetzte und dann heraussprang aus dem Rasenrechteck. Mittlerweile ist er beim Schlussmann bei René Adler. Der Kreis schließt sich für ihn. Debüt gegen die Russen heute im wichtigsten Spiel seiner Karriere, vermeintlich wieder gegen die Russen mit einer ganz, ganz starken 1-gegen-1-Situation. Weitere Pluspunkte in der großen Torwart-Tombola in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Rolfes steht genau da, wo er stehen muss, wenn er als defensiver Mittelfeldmann den Ball abfangen will. Klasse gemacht. Weiter geht's über Klose, Özil, die Station. Jetzt mit Schweinsteiger über die rechte Seite, der nimmt Fahrt auf, hat den Ball ein bisschen weit nach vorn springen lassen, hat ihn noch, schlänzt ihn jetzt mit rechts hinein in den Strafraum der russischen Mannschaft. Aber Akin Fejew mit einer kleinen Laufeinlage holt sich die Kugel zurück, denn der Ball war zu weit für das deutsche Team und mittlerweile sind auch schon wieder 3 Minuten in der zweiten Halbzeit herüber und das Muster, das haben wir gesagt, ist ähnlich wie in Durchgang 1. Ruhiger Spielaufbau der russischen Mannschaft, natürlich Zeit für die deutsche Mannschaft, sich zu sortieren. Fast idealerweise spielen sie so, das spielt natürlich hier der führenden, seit der 35. Minute führenden deutschen Mannschaft sehr in die Karten.
Großen, jetzt soll es schnell gehen. Mit Schlenzer in die Spitze angenommen. Aber Boateng ist dazwischen, wie hat er gesagt, als die Nominierung kam. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei bin. So etwa in dem Tempo hat er das vorgetragen und so ruhig spielt er das Ding hier auch herunter auf seiner Position rechts hinten in der Viererkette. Weiter Ball, wieder in die Spitze, sozusagen von dem einen Torwart zur anderen Nummer 1, zu den Russen. Und Wiederholung der Situation von eben. Jetzt tragen sie in des Wortes wahrsten Sinne einen Angriff nach vorne. Ja, mit Berezutski und dann im Mittelfeld quergelegt auf Ignashevich. Kein Raumgewinn, langsames, behäbiges, pomadige Spiele. Russen kann der deutschen Mannschaft nur gut tun, denn die hatten bisher in der Abwehr wenig zu lösen. 2-3 kritische Situationen. Einmal eine Riesenparade von René Adler und dann ein Freistoß von Schirkov in der 28. aus halbrechter Position, der knapp über den Querbalken strich. Und man merkt auch Chris Hitting in diesem dicken, dunklen, blauen Anorak an, dass er nicht zufrieden ist mit der heutigen Leistung seiner Mannschaft, die er in der WM-Quali im laufenden Wettbewerb und überhaupt noch nie zu Hause verloren haben. Vielleicht heute eine Premiere, eine unschöne für die Russen, eine tolle wäre es für die deutsche Mannschaft, denn ihre Statistik, die würde bestehen bleiben, auswärts ungeschlagen in der WM-Qualifikation. Über links mit Bystrov gegen Boateng, der nach wie vor sehr, sehr konzentriert spielt, und jetzt Schweinsteiger auf der rechten Seite, könnte Özil mitnehmen, vorne lauert Klose, Schweinsteiger 20 Meter, spielt dann zentral, wollte zentral spielen, aber Ignashevich kann klären. Weiter Schlag nach vorne, aber unkontrollierter Spiel der Russen, die jetzt fast den Ball sicher laufen hätten durch Kerschakow, aber Boateng, ich sage immer wieder, Boateng ist laufstark, zweikampfstark und spielt fast ohne Fehler. Und er ist in Charlottenburg groß geworden und nicht im Wedding, wie er in fast jedem Interview betont, anders als sein Bruder. Jetzt aber die Deutschen führen mit einem Tor von Klose und haben mit Schweinsteiger die Chance zum Zweiten. Der prüft den Schlussmann, Akim Fejew, aber der sagt spasiba. Dankeschön für diesen leichten Ball, den lässt er noch einmal auf den Rasen auftrumpfen und bringt ihn jetzt wieder in die Partie hinein. Und jetzt geht's wieder nach vorn. Diesmal soll es über Zerianov gehen, der zentral steht. Arshavin zurückgefallen in die eigene Hälfte, hat im Moment 4 Angreifer vor sich, aber alle sind mehr oder weniger festgeschraubt. Vielleicht sind die festgeschraubt auf ihren Positionen, sodass das Ganze gar nicht so schnell nach vorne gehen kann. Hier auf dem Kunstrasen im Luzhniki-Park. Hey, hey, die Russen rufen, die Fans unterstützen sie, aber die Deutschen spielen Fußball. Klasse gemacht, ganz genau von Boateng. Beispielsweise dieser Pass diagonal auf Özil, der die Kugel jetzt vor sich her treibt, herüberlegt zu Klose. Klose mit dem Ball am Fuß noch einmal zurück zu Özil. Die nächste Station dann wieder von Podolski über Ballack zurück in die deutsche Innenverteidigung zu Westermann. Sehr souverän sieht das aus, dass die deutsche Mannschaft hier macht, als ob sie einen Plan hat von diesem Spiel. So wie ein Favorit das runterspielen würde wie die großen Bayern. Achtung, Lahm in Richtung Tor und schießt knapp vorbei. Der typische Lahm-Trick, nach links ein bisschen eingeknickt, nach rechts vorbeigegangen. So wie beispielsweise gegen Costa Rica, als er in der WM-Eröffnung das Tor machte. Diesmal sauste der Ball aber nur um 50 Zentimeter am Tor vorbei. Und sie haben ihm einfach auch viel zu viel Zeit gelassen, wenn sie da was hätten verhindern wollen. Achtung, auf der Gegenseite Chance für Russland. Bereits im Strafraum Arshavin, Adler und noch einmal der Nachschuss. Der kam von Kerschakow. Ja, ja, ja. Und jetzt heißt es durchatmen, denn das sind eben die Szenen. Ballverlust im Mittelfeld, blitzschnelles Umschalten und dann eigentlich schon die große Chance von Andrei Arshavin. René Adler faustet da mit beiden Fäusten den Ball raus und dann der Nachschuss von Kerschakow unkontrolliert mit links, weit über den Querbalken. Ja, aufpassen, und das nach ungefähr 15 Minuten, diese große Chance zum 1:1 für die russische Mannschaft. Ballack im zentralen Mittelfeld, schön den Ball behauptet, auf links gelegt zu Podolski, nimmt Lahm mit dem Trick, links blinken, rechts schießen, hat fast funktioniert, aber dann ging der Ball einen Meter am linken Pfosten vorbei. Schweinsteiger, viele Ballkontakte, ins Zentrum gezogen, 20 Meter, schießt! Akin Fejew mit beiden Fäusten unten, und das ist ein Mittel hier, diese Aktionen, es war schön gemacht, und noch einmal haben sie den Ball im eigenen Strafraum, die Russen müssen klären, mit Anjukov raus das Ding, 53 Minuten drüber, Deutschland führt mit 1:0, hat allerdings jetzt Glück gehabt und das Können von René Adler. Wir halten fest, es kommt ein bisschen Color ins Spiel hinein. Es geht ein bisschen hin und her. Deutlich mehr als in der Anfangsviertelstunde der ersten Halbzeit. Das kann man schon mal sagen. Und die Russen reagieren erneut, werden gleich auswechseln, werden Pavlyuchenko bringen.
der Mann, der im Moment in der WM-Qualifikation mit 5 Toren der erfolgreichste war für das russische Team, trotz all seiner Probleme an der Wade, am Oberschenkel. Es war ja eine ganze Kette von Verletzungen, die ihn dazu gezwungen hat, im Moment sozusagen nur von draußen zuzuschauen. Jetzt kommt diese Auswechslung, runtergeht bei der russischen Mannschaft Kerschakov, der in der ersten Halbzeit 2-3 Szenen hat, aber mittlerweile deutlich schwächer geworden ist. Und Pavluchenko geht, und Sie hören das am Jubel, als einer der großen Stars des russischen Fußballs jetzt in die Partie hinein. Russland im Ballbesitz, läuft auch nach 10 Minuten der zweiten Halbzeit diesen 0-1 hinterher. Roman Pavluchenko. Er war lange nicht mehr am Ball, verletzt bei Tottenham Hotspurs, und jetzt soll er das Wunder von Moskau vollbringen. Er hat es einmal geschafft gegen England in der EM-Qualifikation. Damals führte England durch ein Tor von Wayne Rooney mit 1-0. Dann kam Pavluchenko, 2 Tore. Er ist ein ganz anderer Stürmer, ein Riese, groß gewachsen, fast 1,90 lang. Und die deutsche Mannschaft hat mit Rolf jetzt den Ball, JJ. Das war der Jubel für Pavluchenko. Ich wollte nur unterstützen mit meinen nach oben gehobenen Armen signalisieren. Wow, den kennen Sie hier. Achtung, die Russen kommen mit Bistrov an der linken Seite. Passt nach innen, aber Mertesacker mit den langen Stelzen geht dazwischen. Noch einmal Aschavin, Adler boxt den Ball raus. Die Russen drängen mit Pavluchenko, wird gepresst von Lahm. Und dann brennt es im Strafraum der deutschen Mannschaft. Jetzt müssen sie aufpassen, jetzt wirken sie ungeordnet. Die Russen nehmen Dampf auf, Semtschow flankt wieder. Und dann wartet noch einmal der Schuss. Und drüber, Bystrov, meine Herren, ein Scherenschlag im Strafraum, 13 Meter, da liegt er quer in der Luft, der kleine, schmächtige Russe, und der Ball fliegt einen halben Meter über den Querbalken. Adler, wenn wir dich nicht hätten, dann stellen wir jetzt nicht mehr ein für die deutsche Mannschaft. Ganz großer Fußball der russischen Mannschaft, muss man neidlos anerkennen, dass Aschavin innerhalb von Minutenfrist zweimal so frei zum Schuss kann. Ist allerdings auch kein Aushängeschild für die deutsche Hintermannschaft, muss man ganz klar sagen. So viel Platz kannst du dem Star dieser Mannschaft eigentlich nicht lassen. Und Sie hören es, was jetzt hier los ist bei den 75.000. Russland drückt, will dieses 0-1 umbiegen, das seit der 35. Minute Bestand hat. Ball ist aber noch fast auf Höhe der Mittellinie, soll jetzt über die rechte Seite schnell nach vorne getragen werden über Beresutski. Aber unterbunden das Ganze, so gibt es Einwurf für die russische Mannschaft, nachdem Deutschland da drüben noch einmal mit Podolski hat klären können. Ballbesitz für Russland, weit zurückgetragen in die eigene Hälfte zu Ignashevich. Und dann geht es wieder nach vorn. Und wenn es nach vorn geht, dann geht es eben, wie der Name von Bystrov es eben sagt, schnell, denn Bystrov heißt schnell. Jetzt der Versuch. Erneut angespielt, diesmal Pavluchenko dort direkt in der Spitze. Jetzt brauchen wir mal wieder eine etwas beruhigende Aktion in der deutschen Mannschaft. Der Ball von Ballack war es definitiv nicht, denn er geht hinten in Richtung deutsches Tor. Offenbar war noch ein Russe dran, sodass wir in Ballbesitz bleiben mit der deutschen Mannschaft hier nach 12 Minuten der zweiten Halbzeit und pfiffen, weil sie die Aktion mehrheitlich natürlich gut 73.000 russische Fans anders gesehen haben als der lässig und leicht Kaugummi kauende René Adler aus Leipzig, mittlerweile in Leverkusen tätig, der den Ball jetzt wieder in die Partie hineinbringt. Klose im Laufduell gegen 2, den gibt er nicht auf, kämpft um den Ball, sehr schön zurückgelegt von Tschirkow, nicht einfach so mit der Seite rübergeschoben, sondern mit der Hacke wieder ins Spiel gebracht und dann der Versuch über die linke Seite der Russen nach vorn zu kommen. Boateng ist dazwischen im Moment etwas ungeordnet, das Ganze hoppelt, das Spielgerät hier über den Rasen. Özil mit dem Distanzschuss. Und was war das denn für einen Riesenschuss hier eben, den der kleine Mesut Özil hier abzieht. Riesenaktion von ihm. Ganz starke Aktion in der zweiten Halbzeit. Und eines dürfen wir deutlich sagen, die Qualität dieses Fußballspiels hat um Klassen jetzt zugenommen. Da küsst der Ball den Querbalken oben noch. Das war ein Riesenschuss aus fast 30 Metern mit links abgezogen. Und ich glaube, der hätte Akinfeev keine Chance gehabt. 1-0 für die deutsche Mannschaft. Jetzt geht's rauf und runter und wieder Ballack. Wieder Ballack im Mittelfeld getroffen und jetzt bleibt er liegen in der ersten Halbzeit am Knöchel. Musste behandelt werden, 2-3 Minuten, aber er beißt auf die Zähne. Der will heute das Ding durchziehen. Und es gibt eine gelbe Karte für Juri Schirkow, den Mann vom FC Chelsea. Mannschaftskollege noch dazu. Meine Güte, da gibt's richtig was zu erzählen nach dieser Partie, wenn Ballack da ausfallen sollte. Aber hoffen wir nicht, dass der Michael Ballack hier nicht mehr weiterspielen kann. Er steht wieder, er läuft wieder, war dann doch halb so wild, aber die erste Aktion hat er sich gekrümmt. Freistoß, Boateng, ganz schlecht gemacht, diese Aktion, dieser Freistoß.
blind und ohne Idee ins Tor aus und deshalb Abstoß vom Gehäuse der Russen, die Fahrt aufgenommen haben. Diese zwei Aktionen von Andrei Arshavin in der 52. und 56. Minute. Zweimal war Rene Adler da. Dazu gab es noch die Nachschussmöglichkeit für Bystrov und auch Kerschakow. Also, das waren gute, erstklassige Möglichkeiten für die Mannschaft von Kues Hitting. Aber es heißt nach wie vor 1:0 für die deutsche Mannschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Zwischenstand. Dann aktuell wäre die deutsche Mannschaft direkt qualifiziert. Aber sie müssen aufpassen. Foulspiel von Klose und Freistoß für die Russen. Freistoß jetzt blitzschnell ausgeführt. Özil ist dazwischen, 5 Tage vor seinem 21. Geburtstag. Hier mit dieser Riesengelegenheit zum 2:0 für die deutsche Mannschaft. Läuft noch einmal quer. Er jetzt im Moment neben Klose sozusagen fast in der Position der zweiten Sturmspitze. Wieder herübergetrieben von der russischen Mannschaft, die den Ball durch die Reihen laufen lässt. Von der rechten Seite herüber auf die linke. Weiter soll es gehen über Ignashevich. Im Moment wenig Bewegung beim russischen Team. Noch einmal die Verlagerung auf rechts. All das sehr, sehr langsam, sodass Rolfes im Zusammenspiel mit Özil dazwischen gehen kann. Den Ball ganz in letzter Sekunde vorbeispitzelt. Und dann Schweinsteiger mit der Eröffnung diagonal herüber. Noch einmal für die deutsche Mannschaft. Vorn wartet im Moment Özil im Strafraum. Der ist jetzt an der Strafraumecke. Und dann geht der Ball aber zu Schweinsteiger. Der hat ihn auf dem rechten Fuß. Nähert sich der Strafraumgrenze über Steiger. Und dann mit links der Versuch abzuziehen. Ist ein bisschen bei seinem Trick aus der Kontrolle geraten, muss am Ende gar nicht mehr mit welchem Fuß er schießen sollte. Aber jetzt hat er die zweite Chance, der Mann vom FC Bayern, der in seinen jungen Jahren mit 4 deutschen Meisterschaften, der Teilnahme an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften schon Großes geleistet hat, von der Öffentlichkeit aber nie eigentlich so wahrgenommen wird, wie er es vielleicht verdient hätte. Schweinsteiger mit dem Ball am Fuß, zurückgespielt auf Boateng, Boateng, Özil, Schweinsteiger, das könnten die Stationen sein, wenn der Ball da nicht in Seiten ausgehoppelt wäre, aber Achtung, Achtung, Nemanja, das haben wir gesagt, die Phase ist wichtig, um wieder ein bisschen Beruhigung in die Partie hineinzubringen, denn es war doch wirklich sehr, sehr brenzlig, was die Russen hier gut 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit in Person von Arshavin hier auf den Rasen gebracht haben. Fahne oben, Freistoß für die deutsche Mannschaft, halbrechte Position, Schweinsteiger wurde attackiert, der gefällt mir wirklich gut jetzt, auch in dieser zweiten Halbzeit, nicht nur wegen seines Schusses, kurz nach der Pause, Akinfeev war da und sie lassen sich viel Zeit. Natürlich lassen sich Zeit jetzt die deutschen Spieler bei diesem Freistoß. Die russischen Zuschauer sind ungehalten und pfeifen. Und auch an der Seitenauslinie diskutiert Kues Hitting mit dem 4. Offiziellen. Dazu der sagen, meine Herren, wir haben hier ein wichtiges WM-Quali-Spiel. Da braucht man nicht Zeit schinden, sonst muss nachgespielt werden. Aber jetzt Freistoß mit Mesut Özil. Vorne Ballack, Klose, Ball schwebt da rein. Kopfball, Ballack und Akinfeev hat diesen Kopfball zu ungenau, genau in die Arme und Kontermöglichkeit im Mittelfeld für die Russen. Wieder ist es da der kleine, schmächtige Bystrov, wenn ich es richtig gesehen habe, der umgerissen wird und es gibt Freistoß für die Sbornaja und auf der linken Seite schleicht sich jetzt Andrei Arshavin Richtung Freistoß, aber den wird ein anderer ausführen, denke ich mal. Oder selbst doch Arshavin hat sich jetzt den Ball hier zurechtgelegt und vorne Pavlyuchenko. Blondschopf, Boateng und Mertesacker sind da. Natürlich auch bei Ignashevich, kopfballstark, auch er fast 1,90 lang. Und Berezutski. Freistoß ausgeführt, Ball schwebt hoch herein und Adler ganz sicher und ohne Fehler bisher. Note 1 für den Schlussmann der deutschen Mannschaft. Haken hinter, sehen wir genauso. Ballbesitz für das deutsche Team, lässt sich jetzt Zeit, die Kugel wieder über Westermann ins Spiel hineinzubringen, der dann mit dem linken Fuß direkt auf Özil, was sollte das werden, weiß ich auch nicht genau, der Ball war auf jeden Fall viel zu hoch in der Luft, um irgendeinen Gegenspieler zu erreichen bei diesem Zuspiel, was er lässig und leicht weiter verwerten wollte. Ballbesitz demzufolge jetzt für die Russen bereits in der deutschen Hälfte. Immer wieder der Blick zur Uhr. 17 Minuten bis mittlerweile in dieser zweiten Halbzeit auch schon vorüber. Und Pavlyuchenko mit Ballbesitz jetzt ungefähr 25 Meter vor dem Tor. Noch einmal verlagert auf die linke Seite. Strafraum-Ecke mit der Hacke abgelegt. Riesenchance für Russland zum Tor. Nein, der Ball, der von Schürkow sehr schön hereingetragen wurde. Am Ende ein Stückchen zu ungenau für die Russen. Weitere gute Gelegenheit für die Mannschaft von Kues Hitting, die hier auf dem Weg ist, den 1:1 Ausgleich zu erzielen in diesem so wichtigen Duell. Erneut klasse gemacht an Lahm vorbei. Die deutsche Mannschaft zu langsam. Schusschance ist da. Nachschusschance für Pavlyuchenko, der fast am Strafraum da an der Elfmeterpunkt-Markierung wartet. Vorher war es Igor Schemschow gewesen, der dort diesen Ball versucht hat, auf Adler zu bringen. Sie hören es. Die Chancen für die Weinroten
hier für die Mannschaft der Russen Leben zu. Sie haben den Ball in der deutschen Hälfte. Deutschland im Moment nicht in der Lage, sich zu befreien oder überhaupt erst einmal den Ball zu erobern. Ballverteilung weit in der deutschen Hälfte durch die beiden Innenverteidiger, die jetzt sich wieder aufmachen mit Beresutski Richtung Strafraum von René Adler. Das Spielfeld wird kleiner und kleiner, weil sich dort so ein richtiger rot-weißer Block direkt vor dem deutschen Schlussmann gebildet hat und immer noch keine spielentscheidende Situation. Jetzt leichter Ballverlust von Özil und dann geht der Ball direkt in den Strafraum hinein. Nächste Gelegenheit, aber auch zu ungenau in diesem Fall auf Anjukov und deswegen erst einmal tief durchatmen für die deutsche Mannschaft. Ja, dieser Anjukov wird immer offensiver. Alexander Anjukov, der Außenverteidiger aus St. Petersburg, spielt quasi jetzt schon mehr rechts außen als rechter Außenverteidiger und deshalb wird der Druck der Russen immer stärker, immer wieder über rechts jetzt angetrieben, aber Glück gehabt und Abstoß vom Gehäuse von René Adler. 64 Minuten vorüber, 1-0 Deutschland, Adler mit rechts, 40-50 Meter, treibt jetzt den Ball tief in die Hälfte der Russen hinein auf Lukas Podolski, der das Kopfballduell zunächst verliert, aber dann die deutsche Mannschaft weit zurückspielt mit Philipp Lahm, Aufschlussmann René Adler, die Russen im Ballbesitz mit Arshavin im Mittelfeld, dann nach vorne noch einmal Arshavin, wird attackiert von Simon Rolfes. Meine Güte, jetzt muss ich durchatmen, weil Mertesacker einen Rückpass fast ungelenk und unglücklich ins eigene Gehäuse abfälscht. Adler war herausgelaufen, aber der Ball geht dann doch zur Ecke und deshalb durchatmen. Zweiter Eckball für die Russen. 0 für Deutschland. Eine ganz, ganz groteske Statistik. Und dann merken sie auch, dass der Druck in den Strafräumen in der ersten Halbzeit nicht hoch war. Eckball wird herausgeführt mit links in hohen, weiten Bogen auf den zweiten Pfosten. Beresutski schleicht sich da nach vorne. Der Blondschow, der Innenverteidiger, kommt da mit dem Kopf ein bisschen ran, aber kein Problem. Und wieder eine Situation aus Sicht der Russen dahin. Deutschland führt mit 1-0. Noch 25 Minuten. Ein Tor haben wir gesehen. Klose hat es geschossen in der 35. Minute nach wirklich sehr, sehr schöner Zusammenarbeit mit seinen Teamkollegen Podolski und Özil. Weiter Ball hinein in die Hälfte der russischen Mannschaft auf die Position rechts im Mittelfeld. Da ist Schweinsteiger, kommt aber gar nicht heran, weil das Ganze ein bisschen ungenau war. Hier auf dem viel thematisierten Kunstrasen im Luzhniki-Stadion wieder herübergelegt auf die rechte Seite in der russischen Hintermannschaft, wo Anjukov einen weiten Weg zurückgegangen ist, nachdem er eben noch vorn aufgetaucht war. Erneut Beresutski und Ignashevich sind die Stationen. Immer wieder dieses verhaltene Zupassen der beiden Innenverteidiger und dann geht es relativ schnell vertikal in die Spitze hinein, so wie jetzt auf Arshavin, der versucht auf der linken Seite dort seinen Landsmann einzusetzen. Der kommt aber nicht heran. Es war gewesen mit der Nummer 15 Wladimir Bystrov, der diesmal einen Tick zu spät, weil er wollte noch einen Eckball haben, aber den kriegt er gar nicht. Und wenn er jetzt noch weiter diese Situation herauszögert, dann macht er genau das, was der DFB sozusagen in die Karten spielt. Denn die Zeit, daran kann es keinen Zweifel geben, tickt hier für die DFB. Die Zeit tickt für ein Ticket nach Südafrika. Platz 1, noch einmal gesagt, ist gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation in diesem großen Finale der Gruppe 4, einem Spiel, das in der zweiten Halbzeit eindeutig an Fahrt gewonnen hat, nach sehr, sehr verhaltenen ersten 45 Minuten mit nicht einmal einem halben Dutzend großer Chancen und nur einem Tor. Jetzt haben wir schon deutlich mehr als ein halbes Dutzend an Chancen gesehen und es ist noch nicht mal die Hälfte dieser zweiten Halbzeit erreicht. Edgar Enders. Ja, die Russen mussten ja was tun nach dieser verschlafenen ersten Halbzeit. Die deutsche Mannschaft wesentlich mehr unter Druck jetzt in diesen ersten Minuten des zweiten Durchgangs und wieder versuchen sie es mit Pavlyuchenko, der sich da ein bisschen aufstützt im Kopfballduell mit Heiko Westermann, aber dann ist der Ball im Seitenhaus, Einwurf für Russland. Pavlyuchenko hat den Ball angenommen, ist an der linken Strafraumkante, spielt nach innen, schön von Torbinski den Ball mitgenommen, aber Adler ist da und Adler hat den Ball. René Adler, heute in seinem erst siebten Länderspiel der 24er, gesammelt Punkte, Punkte und Punkte für die Nummer 1 bei der Fußball-WM. Man soll sich nicht zu früh freuen, aber es wird schwer für Robert Enke zurückzukehren auf die angestammte Nummer 1. Ballack im Mittelfeld, im Duell mit Bystrov, hat ein Foulspiel begangen. Busaka, der Schiedsrichter aus der Schweiz, der unaufgeregt pfeift, ist da. 3 Meter entfernt von den Übeltätern, vor allem von Michael Ballack, hat das gesehen. Es gibt Freistoß für die russische Mannschaft in der mittlerweile 67. 68. Minute. Die Russen kommen. Das Publikum sehr ruhig geworden hier im Luzhniki Park. Immer wieder nur bei den Aktionen, die zwingend sind. Ansonsten sehr verhalten und vielleicht jetzt eine Kontermöglichkeit für die deutsche Mannschaft über die linke Seite. Immerhin hinein in die Hälfte der Russen. Aber auch wichtig zu sehen,
diese Position von Ballack innerhalb der deutschen Mannschaft. Jetzt hat er nochmal kräftig in die Hände geklatscht, hat gesagt, hier war die Lücke im Mittelfeld zu groß gewesen, die musste ich jetzt schließen, zu Kosten eines Foules, das am Ende gepfiffen wurde. Also er ist schon der wichtige Spiritus Rector im Mittelfeld der deutschen Hintermannschaft. Aber Achtung, Arshavin als Ideengeber für die Russen und Boateng, das könnte die gelb-rote Karte sein, weil er hier fast in der Position des letzten Mannes hineingehen muss. Und so ist es auch. Die gelbe Karte beim Schweizer ist da. Jetzt kommt Rot und er war allein gelassen dort hinten auf seiner Position und beendet sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft vorzeitig. Nach 23 Minuten der zweiten Halbzeit muss Jerome Boateng runter und ich glaube, die Entscheidung ist vertretbar. Es ist vertretbar und ich bin ja kein Bundestrainer, aus Sicht von Joachim Löw gewechselt, den schnelleren, kleineren, wendigen Philipp Lahm auf die rechte Seite gezogen gegen Bistroff und Boateng auf die linke, denn Bistroff ist der schnellste Spieler auf dem Platz und Boateng wahrlich kein langsamer, kann ihn nicht stoppen und deshalb Foulspiel und Freistoß jetzt für Russland und Deutschland in den letzten 20 langen Minuten nur noch mit 10 Spielern, 9 Feldspielern plus René Adler im Kasten, das wird ganz, ganz schwer. Jetzt müssen sie auch taktisch umstellen, müssen einen Verteidiger jetzt zurückziehen, wahrscheinlich im Mittelfeldspieler. Bin gespannt, wer jetzt auf die rechte Seite rückt, werden wir gleich sehen. Erstmal Freistoß mit Roman Pavlyuchenko, der diesen Freistoß aus genau 17 Metern vom Schützen aus gesehen, halblinke Position, abfeuern wird. Die Mauer der deutschen Mannschaft wird positioniert, 70. Minute, Pavlyuchenko, 5 Tore bisher in der WM-Qualifikation, Adler kauert. Der Pfiff von Massimo Busacca wird gleich erfolgen. Pavlyuchenko schießt in die Mauer. Nachschuss noch einmal abgewehrt. Und jetzt heißt es, eine Abwehrschlacht starten und durchhalten, um diesen wichtigen Sieg zu erringen. Und schon wieder dieser Ballack im Duell. Hier mit dem viel, viel kleinen Wladimir Bystrov, den er beiseite schiebt. Weil er sagt, Junge, ich habe hier größere Meriten, ich habe größere Schlachten geschlagen beim internationalen Fußball, als du vielleicht hier erreichen wirst. Ich habe 4 große Endspiele verloren in meiner Karriere, das letzte ausgerechnet hier in diesem Stadion. Und ein großes Ziel habe ich noch. Dieses Ziel heißt Südafrika und vielleicht noch einmal der Angriff auf den Titel mit einer deutschen Fußballnationalmannschaft als Kapitän. Da kann sich mir keiner in den Weg stellen. Die deutsche Mannschaft mit einem Mann weniger hier in den letzten Minuten und mit dem Versuch von Ballack von Özil zu erreichen, der wieder ein bisschen abgetaucht ist jetzt in dieser Phase. Dafür kommt aber Lahm jetzt hinein in die Hälfte der Russen, treibt den Ball weit nach vorn und Schweinsteiger werden wir jetzt eher vielleicht hinten in dieser Viererposition rechts erwarten dürfen. Er hat sich zumindest schon mal fallen lassen, aber das ist jetzt natürlich eine untypische Situation im Spiel, weil er jetzt nach vorn geht. Also jetzt ist er eher vorn gefragt, aber er wird wahrscheinlich jetzt gleich von Joachim Löw, so deuten wir die Zeichen, ein Stückchen zurückbeordert. Und Arne Friedrich, der ja viele, viele Länderspiele für die deutsche Mannschaft gemacht hat, ist dabei, Anweisungen zu erhalten, um dieses Abwehrgebilde wieder neu zu formieren für das deutsche Team. Wird jetzt mit Schulterklopfen der deutsche Kapitän verabschiedet und gleich wird auch die Tafel hochgehen, wer jetzt hier aus der deutschen Mannschaft dann auch herausgeht und neu hinein ins Spiel. Definitiv Arne Friedrich und Özil, der zuletzt jetzt wenige Szenen hatte in dieser zweiten Halbzeit, für mich auch folgerichtig der Spieler, der dafür taktisch herunter muss. Das ist bitter, vor allem für Jerome Boateng, der eine gute Leistung abgeliefert hat, bis zu diesem Platzverweis. Bitter für Mesut Özil, der auch nach diesem Treffer aufgetaut war, gut gespielt hat. Sie müssen aus taktischen Gründen, der eine musste runter aufgrund der Bestrafung, der andere aus taktischen Gründen. Und jetzt Arne Friedrich in der Viererabwehrkette rechts, die deutsche Mannschaft. Mit einem Mann weniger im Mittelfeld, vorne lauert dann nur noch Miro Klose. Freistoß ausgeführt, Kopfballmöglichkeit für die deutsche Mannschaft, aber Ballack wird abgeblockt und die Russen haben es natürlich eilig. Die Zeit läuft runter, gut 18 Minuten ohne Nachspielzeit noch im Luschniki-Park zu spielen. Deutschland führt nach wie vor mit 1:0, wäre direkt qualifiziert, heute Abend schon für die Fußball-WM im nächsten Sommer in Südafrika. Eine großartige Aktion, aber noch ist diese Partie nicht zu Ende und die Russen hatten in der zweiten Halbzeit großartige Möglichkeiten. Zweimal Arshavin und natürlich auch noch die Möglichkeit durch Tobinski. Jetzt Klasse von Lahm auf der linken Seite, eine Finte, flankt, Abwehr von Berezutski. Russland hat den Ball am eigenen Strafraum und versucht zu kommen. Durch Arshavin in der Mitte. Was für ein Antritt. Vorbei an zwei, auch an Ballack. Hat den Ball immer noch. Jetzt die Attacke von Schweinsteiger noch einmal vorgelegt. Klasse gelöst für das russische Team. Die Chance zum Tor. Nein! Der bringt den Ball aus dem Tor wieder heraus. Der Pavlyuchenko. Der war doch schon drin, der Ball für die russische Mannschaft. Was für ein wunderschöner Angriff.
Aschawin mit einem großen Sternchen glänzend vorgelegt über die rechte Seite und Pavlutschenko holt den Ball, der Adler schon fast passiert hätte, wieder raus. Aber Achtung, der Eckball kommt schon herein für die russische Mannschaft. Direktabnahme in diesem Fall von Tscherkow. Immer noch im 16er die Kugel und jetzt bitte lang und weit hinaus mit Schweinsteiger, aber der wird gefoult und jetzt gibt's eine gelbe Karte in diesem Fall für das russische Team, für den dazugeeilten Igor Semtschow und Ballbesitz für die deutsche Mannschaft und sofort der Blick natürlich wieder auf die Uhr. Gleich eine halbe Stunde in der zweiten Halbzeit vorbei. Gleich beginnt hier die Schlussviertelstunde im Luschniki-Stadion. Deutschland führt nach einer jetzt wirklich hochkarätigen und aufregenden zweiten Halbzeit hier vor 75.000 in der schwarzen Nacht im Westen Moskaus. Pavlyuchenko, dafür kriegst du einen Orden, dass du diesen Ball noch von der Linie kratzt, von Semtschow abgefeuert, halbrechte Position. Da wäre das 1:1 perfekt gewesen. Er wollte ihn über die Linie drücken und schob ihn dann um 2 Ballbreit am rechten Pfosten vorbei. Ah, durchatmen. Jetzt 74 Minuten fast gespielt. Die deutsche Mannschaft mit einem Freistoß, mit Schweinsteiger, der heute endlich mal die Ärmel richtig hochgekrempelt hat. Zudem mit dem Schweißband am rechten Armgelenk bringt er den Ball hoch in den Strafraum auf Ballack. Oh, und er ärgert sich. Der ist so richtig heiß, der Kapitän. Klatscht da mit beiden Händen auf den Boden, auf diesen Kunstrasen, den die deutsche Mannschaft gut beherrscht. Also da gab es kaum Probleme. Jetzt natürlich in der zweiten Halbzeit hatten die Russen einige glänzende Aktionen, aber das kann man einfach nicht verhindern. Weder auf Kunstrasen noch auf normalen Rasen. Die Russen im Ballbesitz, noch in der eigenen Hälfte mit Sirjanov, der sich jetzt tiefer ins Mittelfeld zurückfallen lässt, spielt wieder auf Wladimir Bystrov. Kurze Ablage zurück auf Tscherkow. Tscherkow in die eigene Hälfte auf Ignashevich. Die deutsche Mannschaft mit einem Vierer-Mittelfeld. Ballack, Rolfes, links Podolski, rechts Schweinsteiger und vorne lauert noch als einziger Miro Klose. Die Russen mit Aschawin und Heiko Westermann. Den haben wir kaum erwähnt, aber der spielt nicht schlecht. Der spielt unaufgeregt und das spricht für ihn. Stark im Zweikampf, gar keine Frage. Der Innenverteidiger hat ja dort seine Vorzüge, vielleicht nicht so sehr im Spielaufbau, da sind andere, auch der hier fehlende Taski, unter Umständen sogar stärker und mit mehr Perspektive und vielleicht auch mit mehr Vorschusslorbeeren bei Joachim Löw versehen, aber im Moment hat er diesen Part dort gut ausgefüllt. Adler jetzt mit der neuen Spieleröffnung weit in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Außerhalb des Strafraumes wird er den Ball wieder in die Partie hineinbringen. Schlägt weit nach vorn. Klose lauert da vorne und auch Ballack und Schweinsteiger. Im Moment versucht die EFB-Elf über Ballack, der noch einmal zurückgeköpft hat auf Klose, erst einmal wieder den Ball sicher in die eigenen Reihen zu bekommen. Aber das ist nicht gelungen. Noch einmal der Hinweis. Seit der 73. Minute, seit dieser Riesenchance und kurz zuvor in der 68. mit der Herausnahme nach Gelb-Rot gegen Boateng. Die deutsche Mannschaft mit einem Mann weniger. Es läuft die Schlussviertelstunde hier in der russischen Hauptstadt. Russland kommt, liegt mit 0:1 hinten, kommt über die rechte Seite, ist mit allen Leuten in der deutschen Hälfte. Jetzt die Chance, vielleicht auf Aschawin zu spielen. Der ist an der Strafraumgrenze. 3 Mann gegen sich, bleibt aber hängen. Zum Glück fürs deutsche Team an Podolski. Neuer Ballbesitz für die Russen. Schusschance aus der zweiten Reihe. Und das war ein Riesenstrich gewesen, der da kam von Juri Tscherkow. Aber der zog auch deutlich wie ein kalter Hauch in der sibirischen Eiswüste an allen vorbei. Pogrebniak wird der Neue sein in dieser russischen Mannschaft. Und herunter geht mit der Nummer 8 Igor Semtschow. Jetzt muss die Brechstange bei den Russen ran. Die zwei wuchtigen, kopfballstarken, athletischen Stürmer Pavlyuchenko und Pogrebniak. Ja, Pogrebniak hatte eine Riesensaison bei St. Petersburg, als die UEFA-Cup-Sieger geworden sind. 10 Tore hat er damals erzielt. Pavlyuchenko, der war stark bei der Europameisterschaft und auch in der bisherigen WM-Qualifikation. Aber sie brauchen natürlich auch Anspiele. Die deutsche Mannschaft im Mittelfeld, Ballverlust, Schweinsteiger. Jetzt geht es natürlich auch über die Kondition und über die Ausdauer am heutigen Abend. Die deutsche Mannschaft mit einem Mann weniger. Klose schimpft da mit Sirjanov auf Höhe der Mittellinie. Und es gibt Freistoß für die russische Mannschaft. Mit Ignashevich quergelegt auf Beresutski, der mit den gelben Fußballschuhen spielt, auf Andrei Aschawin. Der Kapitän lässt sich tief ins Mittelfeld fallen, treibt immer wieder an. Torbinski, Torentfernung 35 Meter. Kurzpassspiel auf Pogrebniak und der schießt dann aus 20 Metern, aber das war ein Schuss à la VfB Stuttgart. Das war so ein Ich-hab-dich-lieb-Schüsschen. Das konnte nicht gefährlich werden. Aber jetzt, Achtung! Eckball für das russische Team. Der Meister selbst wird ausführen, nämlich Aschawin. Die Dirigentenhandschuhe streicheln noch einmal den Ball, legen ihn direkt
an den Kreis dieser Eckbegrenzung. Und jetzt kommt er hoch und weit hinein über die deutsche Hintermannschaft hinweg. Da war keiner da gewesen. Westermann mehr oder weniger mit dem Rücken und Friedrich sind noch dazwischen. Und die Russen sind weiter im Ballbesitz. Das Ganze, nachdem alle Spieler bis auf den Schlussmann Akinfeev weiter in der Hälfte des deutschen Teams sind. Eine Situation, die sich jetzt mehrt und mehrt. Sehr schön abgelegt. Chance für Pavlyuchenko an der Strafraumgrenze. Wird darüber getrieben. Dann kommt Pogrebniak und dann ist der Ball weg. Und jetzt könnte die deutsche Mannschaft mal versuchen, zumindest das Spielgerät einige Sekunden in den eigenen Reihen zu halten. Aber auch das gelingt nicht. Es sind noch 11 Minuten. 11 Minuten hier in der Hauptstadt des 114 Millionen Reiches, hier bei den Russen, der Nummer 6 der Fußball-Weltrangliste gegen die Nummer 2. Dann geht's los, vielleicht in Richtung ganz, ganz weit nach Süden in Afrika für die deutsche Mannschaft. Was wäre das heute für eine Feier, aber wir wollen es nicht beschreien. Die russische Mannschaft ist jetzt natürlich klar und deutlich diesem Tor viel, viel näher als das deutsche Team. Hatte die Mehrzahl an Chancen, an Hochkarätern in dieser wirklich spannenden zweiten Halbzeit hier vor 75.000 im Luschniki-Park. 6-7 Grad Außentemperatur. Ähnlich kalt oder kühl könnte es auch im nächsten Sommer in Südafrika werden. Da ist kein Sommer, da ist dann der Winter, aber ist egal. Da werden noch viele deutsche Fans mit anreisen, wenn die deutsche Mannschaft heute Abend sich schon qualifizieren könnte. Noch einmal, Ignacevic, immer wieder Blick zur Uhr. Genau noch 11 Minuten ohne Nachspielzeit. Die Russen kommen über links mit Wladimir Bystrov, der jetzt im 1-1-Duell versucht, den Ball hereinzuschnippeln. Und Adler sagt Dankeschön. Der schwebt genau in seinen Fünfer rein. Und der schwarze Adler heute ganz in Schwarz gewandet, fliegt er raus und packt sich dann den Ball und schnauft erst einmal durch. Zeitgewinn, er lässt sich jetzt viel Zeit, der weite Abschlag über 50 Meter nach vorne, sucht da Miro Klose, der diesen goldenen Treffer bisher erzielen konnte in der 35. Minute nach Traumanspiel von Özil, der zuvor im Doppelpass mit Podolski agieren konnte. Die Russen wirken irgendwie hilflos momentan. Sie versuchen immer wieder den Ball jetzt über die Außen nach vorne zu treiben. Jetzt Schurkow nach vorne auf den großgewachsenen Pogrebniak. Die beiden kann man kaum unterscheiden. Pogrebniak und Pavlyuchenko, beide 1,90 Riesen, beide richtige Kerle, beide blond und kurze Haare. Und jetzt auf der rechten Seite Ballack im Sprintduell mit Beresutski und es gibt Eckball für die deutsche Mannschaft. Allein das war der Einsatz wert und auf der Ehrentribüne gibt es langsam lange Gesichter. Bei den zwei höchsten Herren dieses russischen Reiches, Medvedev und Putin, die jetzt darauf warten, wie die 75.000, dass Deutschland den Eckball 10 Minuten vor Ende der offiziellen Spielzeit ausführt. Und sie tun das nicht gerade sehr, sehr schnell in Person von Schweinsteiger. Aber das würde jede Mannschaft der Welt so machen. Bei einer so knappen Führung mit nur einem Tor von Klose und einem Mann weniger seit der 68. Spielminute, als Jerome Boateng in seinem Debütspiel wieder runter musste. 3-4 Schritte zum Ball für Schweinsteiger. Noch hat er nicht ausgeführt. Jetzt mit dem rechten Fuß hereingebracht. Akinfeev mit beiden Fäusten draußen. Faustet aber in die Mitte. Und ein bisschen lässt sich Podolski da von Aschavin abtreiben. Und Aschavin überbrückt jetzt allein dieses Mittelfeld. Dieser kleine 1,72 große Flitzer. Sehr schön gespielt. Nicht gut gestört von Rolfes. Chance für Pogrebniak im 16er. Und Mertesacker mit dem linken Fuß sichelt er den Ball in die Luft hinein. Um Himmels Willen. Da waren sie wieder unsicher. Und das ist jetzt so ein bisschen wie zu den großen Zeiten von Phenomeno, von Ronaldo. Er ist kein Mensch, er ist eine Herde, dieser Aschavin. Er kommt immer wieder, ist an allen Ecken des Platzes zu finden und seine Anspiele sind wirklich glänzend. Ja, und vor allem ist er überhaupt nicht mehr zu stoppen im Mittelfeld. Die Deutschen gehen gar nicht mehr so eng ran, weil sie wissen, hau ich da rein, gibt's eine Möglichkeit. Jetzt Eckball ausgeführt, Adler bleibt auf der Linie kleben, aber der Kopfball geht weit, weit, weit am Tor vorbei. Aber noch einmal Eckball für die Russen, die da herauskommen mit Juri Schirkow, der Außenverteidiger, kaum noch einer zurück. Halten bei den Russen an der Seitenauslinie, gibt Joachim Löw jetzt Anweisungen. Er steht da, ganz leicht gewandet auf der anderen Seite. Hitting im Anorak, Eckball schwebt herein. Kopfballmöglichkeit von Pogrebniak und der Blonschow, der beim VfB Stuttgart mittlerweile sein Geld verdient, hat keine Zeit und vor allem kein Timing. Und deshalb ist der Ball über den Querbalken geflogen. 8 Minuten noch, Jens-Jörg Krieg. Ich sehe schon die Glücksgesichter der deutschen Mannschaft. Ich kann sie schon erahnen, aber so ganz sicher bin ich noch nicht. Echt? Ich finde das total spannend. Ist das aufregend jetzt hier im Luschniki-Stadion? Es kann jederzeit das Tor für die russische Mannschaft fallen, die nicht nur numerisch jetzt hier ein Übergewicht hat. Im Moment das Spiel deutlich kontrolliert, aber in diesem Augenblick
einmal einen Ball vom sehr guten, unparteiischen Busaka nicht zugesprochen bekommt, sondern Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. Standardsituation direkt im Mittelkreis dieses heiß diskutierten Kunstrasenplatzes, der aber kein Problem für alle Beteiligten darstellte. Und jetzt herausgebracht, leider sehr schlecht herausgebracht von Westermann, sollte gehen auf Schweinsteiger drüben auf der Seite. Und bei der deutschen Mannschaft gäbe es ja noch eine Chance, etwas zu tun, beispielsweise einen neuen Mann hineinzubringen, allein um Zeit zu gewinnen. Und ich glaube, Trochowski wird es sein, der zweite Hamburger, nachdem der eine Hamburger schon runter ist, der sich jetzt bereit macht für das deutsche Team. All das noch mit Fragezeichen, denn jetzt läuft erstmal ein Angriff der Russen, direkt gespielt in das Deckungszentrum und dann von Rolfes. Gute Reise in die schwarze russische Nacht, hineingedroschen innerhalb dieses riesigen Luzhniki-Stadions, aber sofort wieder abgefangen von dieser viel zitierten Innenverteidigung mit Berezutski und Ignašević. Sofort wieder steil nach vorn. Adler ist da, der sich hier mehrfach ausgezeichnet hatte und jetzt auch erstmal sagen wird, zum Glück hat der Sekundenzeiger wieder eine Runde geschafft. Die Deutschen nähern sich dem Abfahrtstermin für Südafrika. Adler kickt den Ball weit hinein in die russische Hälfte zum einzigen Angreifer nach vorn, zu Klose. Ballack mit dem Zuspiel auf Schweinsteiger mit Ballbesitz in der Hälfte der Russen. Nicht gut gemacht, weil er gar nicht das erreichen konnte. Der Ballack diesen Ball, den am Ende aber sogar noch holt. Also ich habe mich schon umgedreht und die Aktion aufgegeben, Edgar. Ja, aber Michael Ballack, der läuft diesen Ball hinterher und die Russen haben auch irgendwie da nicht mehr so reagiert. Und es gibt sogar Einwurf für die deutsche Elf mit Bastian Schweinsteiger. 6,5 Minuten. Einwurf Deutschland. Ballack schirmt den Ball ab auf Schweinsteiger. Natürlich spielen sie auf Zeit. Versucht da ein Dribbling. Festgelaufen gegen Sirjanov. Einwurf für die Russen. Fast am eigenen Strafraum. Wieder tickt da die Uhr runter. Und ich habe so den Eindruck, die Russen scheinen irgendwie nicht mehr richtig dran zu glauben, dass sie das Ding doch drehen könnten. Ein Unentschieden wäre ja auch nicht schlecht aus deutscher Sicht. Dann kann man es aus eigener Kraft am Mittwochabend in Hamburg gegen Finnland selbst richten. Aber ein Sieg heute würde bedeuten Direktqualifikation für Südafrika am heutigen Samstagabend. Noch einmal die Russen im Mittelfeld. Sirjanov quergelegt auf Berezutski. Berezutski, der großgewachsene Innenverteidiger, auf Andrei Arshavin. Ein schöner Ball nach vorne. Steil gespielt, aber zu steil. Und auf diesem Kunstrasenplatz kann man solche Bälle eben einfach nicht spielen. Denn dann wird er schnell und dann gibt es Abstoß mit René Adler. Und es kommt die angesprochene Auswechslung in der deutschen Mannschaft. 5 Minuten vor dem Spielende. Deutschland führt seit der 35. Minute. Der Torschütze hieß Klose, ein Mann, der sonst sein Geld auch im Sturm verdient. Podolski heute auf der linken Seite gespielt hat, geht jetzt herunter. Podolski, natürlich auch das nicht allzu schnell, herunter. Und Busaka jetzt mit deutlichen Hinweisen, dass er genau das nicht möchte, nämlich dass jetzt die deutsche Mannschaft hier das Spiel verzögert in einer insgesamt sehr, sehr fairen Partie. Natürlich mit Pfiffen bedacht, jetzt von den vielen hier im weiten Rund dieser Auswechslung. Trochowski, ein bisschen angeschlagen war er gewesen wegen einer Grippe. Ansonsten ja in der deutschen Mannschaft nicht zuletzt seit jenem Kracher gegen die Waliser ja auch ein fester Bestandteil. Hätte sogar sich schon ein bisschen fester spielen können auf der linken Seite, aber es waren auch ein paar Schwankungen zuletzt bei ihm hier in der Nationalmannschaft mit dabei gewesen. Ballbesitz wieder für das deutsche Team. Zum Glück erobert von Klose und Schweinsteiger bringt den Ball zum ersten Mal auf den Hamburger. Trochowski mit Ballbesitz, dann zentral gespielt auf Schweinsteiger, der ungefähr 25 Meter vom Tor, versucht es mit einem Beinschuss, kommt aber nicht durch, sieht dann Ballack. Ballack könnte Anlauf nehmen und schießen. Schießt aufs Tor und knapp vorbei. Riesenaktion vom deutschen Kapitän. 86. Minute, Ballack 25 Meter zentral, aber einen Meter daneben und die Russen wieder über links mit Bystrov, jetzt gegen Arne Friedrich. Schön kurz gespielt auf Arshavin im Strafraum, der wird geschoben, aber Busaka sagt, kein Elfer, kein Elfer. Spiel läuft weiter. Flanke ist Sirjanov weit gezogen. Und auf der rechten Seite an Jukov, der Blondschopf aus St. Petersburg, kann den Ball zwar laufen. Und Spielunterbrechung. Ah, oh, das war eng. Michael Ballack im Duell da im eigenen Strafraum wird hochgezogen. Spielunterbrechung. Und es gibt einen Freistoß für die deutsche Mannschaft, wenn ich das richtig interpretiere. Mit ganz viel Gummigranulat auf der Stirn konnte man sehen, die schwarzen Flecken. Das ist das, was zwischen diese sechs Zentimeter langen Polyethylenhalme gestreut wurde. Wir sind also absolute Kunstrasenspezialisten, haben das Ganze getestet und haben festgestellt, dass es viel, viel weicher ist. Und die Russen hatten eben keinen Vorteil aus dieser Situation, weil ihnen der Ball eben kurz zuvor eben auch einmal entwischte auf diesem schnellen, aber souverän zu bespielenden Untergrund. Die FIFA geht ja sogar davon aus, dass in einigen Jahren fast nur noch auf diesem Geläuf gespielt wird, weil es einfach bei weiterer technischer Verbesserung seine Vorteile auch für das Spiel hat. Blick auf die Uhr, natürlich 3 Minuten.
Minuten noch. Noch 3 Minuten für die deutsche Mannschaft auf dem direkten Wege nach Südafrika oder doch noch einmal Russland. Und der bange Blick zur Relegation. Vorbei ist er in dieser Situation. Und das war aus meiner Sicht aber ganz, ganz knapp, was Arne Friedrich da gemacht hatte. Denn er wurde schon überlaufen von Bistroff. Der war vorbei. Und Edgar Endres, ich bin mir nicht so sicher, ob das richtig okay war, dass er hier auf keinen Strafstoß entschieden hat. Ja, dieser Wladimir Bistroff hatte meiner Meinung nach den Ball gespielt. Dann kam dieses lange Bein von Friedrich. Aber Bistroff lässt sich natürlich auch immer wieder extraordinär nach unten fallen. Und der Massimo Busacca sagt sich in einem so wichtigen Spiel, 2 Minuten vor dem Ende, pfeif ich keinen Elfer gegen Deutschland. Naja, gut. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Die Russen noch einmal mit Anjukov und Torbinski, der auch nicht viel Schwung reinbrachte. Jetzt ein langer Flankenschlag nach vorne. Arne Friedrich steht gut per Kopf. Schweinsteiger klärt vor dem eigenen Strafraum. Die Russen noch einmal mit Arshavin. Schweinsteiger schön eingesetzt im Duell mit Arshavin. Immer noch im Ballbesitz. Der kämpft, der rackert, wird zu Boden gezogen in dieser 89. Minuten. Die Russen sind mittlerweile frustriert. Und jetzt gibt es einen weiteren Wechsel bei der deutschen Mannschaft. Mario Gomez. Auch der darf noch ein paar Sekunden rauf. Das gibt natürlich auch Zeit. Und Miro Klose, der watschelt da ganz langsam und gemütlich Richtung Seitenauslinie zum Wechsel. Klose mit seinem 48. Treffer in der Nationalmannschaft. Vielleicht der Mann des Abends hier in Moskau mit dem Salto Mortale nach dem Treffer. Vielleicht nach Südafrika. Den hat er auch schon mal besser gestanden, diesen Salto, wollen wir dazu sagen. Aber das ist gar nicht so wichtig. Jetzt kommt Gomez, der hier von vornherein keine Chancen hatte, spielen zu dürfen. 1,89 groß, 84 Kilo schwer, zumal Klose ja zuletzt gegen Aserbaidschan und auch gegen Südafrika deutlich besseres Spiel. Und Esprit irgendwie hat anmerken lassen, auch mit seinen Toren, als eben Mario Gomez. Und deswegen war er von vornherein hier nur als Ergänzungsspieler für den deutschen Sturm gedacht. Ist jetzt im Moment auf dem Wege zu Akinfe. Dem Schlussmann, nachdem die Russen den Ball wieder zurückgespielt hatten, zu ihrer Nummer 1, muss dort klären und der Ball ist im Mittelfeld. Ballack wartet ein bisschen lang, blickt zur Uhr, noch 45 Sekunden und dann ist die offizielle Spielzeit hier im Luzhniki-Stadion vorüber. Ballbesitz für die Deutschen. Noch einmal weit nach vorn. Deutschland kann sich hier, und das wäre natürlich glänzend und Respekt und Chapeau vor der Leistung dieses Teams, direkt qualifizieren. Aber noch einmal kommen sie über Arshavin, der lässt den Ball zu weit prallen und Friedrich, um Himmels Willen, wo schießt der denn hin? Also man kann sagen, zum Glück nicht aufs eigene Tor, aber nach vorn ging er definitiv auch nicht. Ja, aber da, wo er hingehört, raus ins Seitenaus und Zeitgewinn. Aber die Russen noch einmal mit Arshavin, 20 Meter Torentfernung. Ah, da steckt er den Ball zwar durch, aber zu lang. 5 Sekunden noch, dann gibt es die Nachspielzeit. Wir schauen runter an die Seite. Wie lang wird er nachgespielt? Ich denke, mindestens 3 Minuten. Und jetzt werden wir es gleich offiziell haben. Wie lange heißt es noch? 3 Minuten Nachspielzeit. Ab jetzt, liebe Zuhörer zu Hause, lassen Sie die Eieruhr runterlaufen und danach wissen Sie, Deutschland ist in Südafrika direkt qualifiziert dabei. 1-0 vorne, Klose, ich glaube einfach nicht mehr dran, dass die Russen hier noch irgendwas reißen könnten. Sie hatten ihre großen Chancen, aber Adler, zweimal Glück und einmal Jens-Jörg Krieg war es, der eigene Russe Pawlyuchenko. Jetzt Gelegenheit für die Deutschen, ganz ruhig herauszuspielen diesen Ball, der von Schweinsteiger zu Trochowski kam. Ballbesitz für das Team in Weiß und Schwarz, den dreifachen Weltmeister, der vielleicht jetzt auf dem Wege ist, sich hier sicher als Gruppenerster, ohne zu zittern, auf der Ehrenrunde dann nur noch in Hamburg bei dem Spiel gegen die Finnen für dieses große Turnier beginnend ab dem 11. Juni in Südafrika zu qualifizieren. Ballbesitz durch Philipp Lahm. Es gab Einwürfe, die schon schneller ausgeführt wurden als der von Philipp Lahm, aber es gab eben auch nicht so oft die Situation, dass Deutschland hier seit der 68. Minute den berechtigten gelb-roten Karte gegen Jerome Boateng ein Mann weniger hatte, in der zweiten Halbzeit großen Druck aushalten musste, dieser schnellen russischen Angreifer, die jetzt noch einmal kommen, in den 16er hineinspielen mit Arne Friedrich mit links, aber sofort Postwenden den Ball wieder zurück in Richtung Mittellinie befördert bekommen. Ballbesitz für die russische Mannschaft, Blick zur Uhr. Die Hälfte der offiziellen Nachspielzeit dieser Partie ist vorüber. Die Hälfte ist vorüber, der Ball ist im Seitenaus, Deutschland im Ballbesitz, hat ein Tor geschossen, die Russen keines, die jetzt alles nach vorn werfen und ich sage mal, toi toi, gute Reise, die Woche, Roche, alles Gute, Edgar Endres auf der letzten Minute mit dem deutschen Team.
mit dem Einwurf an der eigenen Eckfahne. Viele Russen verlassen jetzt das Stadion. Es gibt Verkehrschaos nach dem Spiel und da wollen sie nach Hause gehen. Einen Frustwodka schlucken, denn die Russen werden sich heute Abend auf jeden Fall keine 3 Punkte mehr holen. Noch einmal haben sie den Ball am Strafraum der deutschen Mannschaft mit der Schussmöglichkeit für Sirjanov. Torentfernung 20 Meter. Noch einmal der versuchte, verzweifelte Schuss von Torbinski. 2 Minuten sind rum, 60 Sekunden noch. Und die deutsche Mannschaft lässt sich natürlich Zeit. An der Seitenauslinie tigert Joachim Löw mit den Händen tief vergraben in den Hosentaschen. Immer wieder auf und ab. Er möchte jetzt Feierabend haben. Zeigt an, Ball nach vorne, René. Lass dir nicht so viel Zeit. Jetzt müssen wir einfach dieses Ding nach vorne hauen und noch die letzten Sekunden runterspielen. Und dann ist dieses schwierige Auswärtsspiel, das Spiel des Jahres, erfolgreich bestritten. Mit einem toll kämpfenden Michael Ballack, mit toll kämpfenden Schweinsteigers Podolskis, mit einem überglücklichen Miro Klose aufgrund des Tores, mit einer insgesamt soliden Abwehrleistung. Natürlich gab es Chancen für die Russen, wollen wir nicht vergessen. Aber auch ein Debütant, der traurig ist, Jerome Boateng, einerseits, weil er runter musste in seinem ersten Länderspiel, andererseits, weil er nicht mehr mithelfen konnte nach diesem Platzverweis. Aber er wird nach dem Spiel, denke ich mal, das noch 5 Sekunden dauert, überglücklich sein. Vielleicht die letzte Aktion. Freistoß für die deutsche Mannschaft mit Philipp Lahm auf Schweinsteiger. Der lässt sich Zeit, wird nochmal umgehobelt. Und es gibt nochmal Dachdecken. Freistoß. Feierabend! Feierabend in Moskau! Busaka pfeift ab! Deutschland ist bei der Fußball-WM in Südafrika dabei! Joachim Löw, der Magier, behält seine glänzende Bilanz, auswärts weiter umgeschlagen. Deutschland triumphiert, dank des Treffers von Miro Klose in Moskau vor den 75.000 Zuschauern. Wird eine lange Nacht, vielleicht auch mit ein paar Wodkas, mit Wein, mit Bier. Heute Abend sei es Ihnen gegönnt und dann gibt's am Mittwoch die große Party in Hamburg. Feiern und spielen gegen Finnland. Deutschland gegen Russland in Moskau, 1:0 durch Miro Klose.